Hinter der Kamera einfach so. Ja. Ich hoffe, das Mikro ist an. Check, check. Ja, es scheint zu funktionieren. Ist die auch so warm? Hallo! Oh, Entschuldigung, das ist so laut gewesen. Ja, du kannst die Box ausmachen. Okay. Wie geht's euch? Wir sehen schon 20 Leute hier drin. Was ist denn hier los? Ist ja, bist du auch so außer Atem? Wir haben mega abgedanced hinter der Kamera. Ich mach das jetzt mal hier aus. Wunderschönen guten Abend für euch. Ich bin Hasi. Hasi? Blasi? So viele Leute drin. Philipp sehe ich, Susi sehe ich, Nicolino, Kevin. Es läuft. Es läuft. Sehr schön. Little Coaster Family, EP-Fan 95, Highlights. Hallo. Hallo, hallo, hallo zusammen. Heute geht auch unser Mikro wieder. Das heißt, der Ton müsste besser sein als beim letzten Mal. Ich hoffe, dass der Ton besser ist als letztes Mal. Ich hasse dieses Mikro wie die Pest. Nein. Ach, du da siehst du, ich bin nicht autorisiert dafür. Hallo. Tobias Krötz ist auch da. Wo ist Tobias Krötz? Tobias. Da ist unser Rekordsieger, Kirmes van Mopol. Ja. Ja, wir haben das gut abgepasst mit FKF, weil wir hatten, glaube ich, gehört, dass das bis 21 Uhr irgendwie angesetzt war. Und deswegen, wer ist denn Reike? Reike E. Wer ist Reike E? Ist es seine Mutter? Hä? Ja. Wie gruselig. Gruselig. Bitte ohne Mikro. Siehst du, Susi sagt auch ohne Mikro. Okay. Eigentlich wärt ihr heute bei uns hier. Eigentlich waren wir heute mit Theme Park Guide und mit Coaster Fun and Food verabredet. Moment, kann Reik eh mal bitte reinschreiben, wer sie oder er ist? Ist es mein Bruder oder ist es meine Mama? Aber weil es ja nur die Regel gibt, mit einer Person sich zu treffen, haben wir es leider verschieben müssen. Die Tessa ist auch am Start. Aber sobald es wieder möglich ist, und ich hoffe, dass es bald ist, zumindest die Kontaktdinger. Beschränkungen. Dann werden wir uns auf jeden Fall treffen und dann machen Kevin und ich eine Mikrofonparty zusammen und ärgern euch. Ich hoffe, das Internet ist heute besser. Ja, letztes Mal war hier EP495 Mama. Richtig langsam. Hallo Mama. Hallo Carmen. Ja, ich glaube, jeder kennt von euch Familienduell. Die Alten kennen das noch mit Werner Schulze Erdeleister, glaube ich. Wollen wir das denn mal gucken, damals mit Inka Bauser? Inka Bauser auf RTL Plus lief RTL das damals. Immer vorm Schlafen gehen. Und das, genau das Gleiche in der Art spielen wir heute halt mit Freizeitparks. Uns geht's gut. Wir haben seit gestern ein neues Sofa. Wir haben es gestern zwei Stunden aufgebaut. Hat bestimmt jeder schon gesehen in der Story. Ist mir egal. Ich sage es trotzdem. Hallo, Marie-Cherie, hallo. Reike hat auch was zu trinken. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken. Ein Eistee, der letzte. Vorhin kam die Frage, wie lange das heute geht. Also normal gehen die Streams immer zwischen 1,5 Stunden und 2 Stunden und länger wird das heute auch nicht. Ich habe noch nie einen Familienduell mitgemacht. Wir auch nicht, wir haben es nur gesehen. Kann man daran teilnehmen oder nur zuschauen? Man kann teilnehmen natürlich. Jeder kann teilnehmen. Der Schnellste bekommt immer einen Punkt. Es gibt heute 60 Punkte zu holen. Ich würde jetzt sagen, Reike erklärt das Quiz. Aber das mache ich gleich. Habe das Familienduell geliebt. Heute geht es bis 5. Nein. Zur ersten Lockdown-Zeit ging wohl mal unsere Livestreams bei Instagram ein bisschen länger. Aber das so stimmt. Länger als vier Stunden haben wir nie gemacht. Aber bei YouTube sind wir meist so 1,5 bis 2 Stunden online. Ja, auf jeden Fall werden wir gleich Sätze vorlesen. Wir haben unsere Community gefragt, was ist euer? Und dann werden wir das nicht nach der Reihenfolge machen, wie wir es gepostet haben, sondern kreuz und quer. Und ihr müsst dann halt die richtige Antwort reinschreiben. Also die Antwort, was ihr denkt, wer das am meisten abgestimmt hat, die meisten Leute dafür abgestimmt haben. Machen wir mal ein Beispiel. Wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblingsvorname? Chris, Mareike, Tessa oder Susi? Und wenn die meisten für Susi abgestimmt haben, dann müsst ihr natürlich Susi reinschreiben und der Schnellste bekommt dann den Punkt. Verständlich erklärt? Verständlich erklärt? Ich denke, Jan ist heute nicht dabei, Mama, er ist bei seiner Mama. Genau, wir haben auch noch einen Moderator, der kommt hoffentlich gleich noch dazu. Das ist heute Dominik Jürgen. Von Alpha Rides. Jürgen.
Und dann hoffe ich heute, dass wir heute einen schönen Abend zusammen haben, 2 Stunden. Einen spaßigen Abend. Was? 2 Hours? Wolkolos am Himmel? Ungefähr. Alpha Rides ist da, unser Moderator ist auch am Start. Moinsen. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich soweit alles erklärt. Jetzt haben wir so, wir haben ja Kanalmitglieder und die starten dann immer mit 1 Punkt Vorsprung. Deswegen schreibt, wir haben noch 8 Kanalmitglieder, ja. Wir haben lange nichts mehr gepostet. Hätten wir, aber wir machen das jetzt. Das heißt, jeder, der Kanalmitglied ist, bekommt 1 Punkt Vorsprung. Und zwar ist das Alex und Pete. Mhm. Weiter. Dann ist es Österreich Entdecker. Den habe ich noch nie gesehen. Ich habe Kim Sven Mopel ein Virus geschickt, damit sein WLAN langsamer wird. Mhm. Dann haben wir. Virus. Lass mich kurz überlegen. Ich habe die eigentlich alle im Kopf. Ach ja. Ich muss nachgucken. Okay. Hole mir noch kurz was zu trinken. Okay, Puffy. Puffy ist auch ein cooler Name. Puffy. wo sind und EP Tobi ist Kanalmitglied. Ist der Tobi denn bei euch, Susi und Silas? Ich glaube, Susi ist gar nicht bei Silas, oder? Ich glaube, Susi ist zu Hause. Selbst der Bonuspunkt würde mir nichts bringen, schreibt Kevin. Hallo Dietmar. Ach, der JTO ist auch da. Ja, wolltest du nicht nach Kanalmitgliedern jetzt? Ja, 3 Stück haben wir, ne? Dann geht's weiter. Dann haben wir Verena Reis. Die Kamera ist ziemlich hoch, ne, dieses Mal. Oder wir sind, ja, stimmt, mein T-Shirt ist gar nicht drauf. Hättest du auch hier nackt sitzen können, ja, ne? Wirklich. Das wäre gefährlich. Das wär lustig gewesen. Stefan Holtkamp. Oskar trinkt. Dann haben wir BCDE Jeko 1982. Und Benjamin Haser. Die haben alle 1 Punkt Vorsprung. Und die anderen starten bei 0 Punkten. Gibt es hier Linkshänder? Ich bin Linkshänderin. Und ich schreibe so. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Ganz wichtig, der Philipp hat gerade auch schon reingeschrieben, richtige Rechtschreibung ist auf jeden Fall wichtig. Groß- und Kleinschreibung, es muss so geschrieben werden, wie wir es in der Umfrage bei Instagram drin hatten. Ach, hast du da keinen Fehler reingemacht? Ich glaube nicht. Also Apostroph oder so oder Zirkonflex ist nicht notwendig. Groß- und Kleinschreibung ist wichtig. So, ich habe meine 100 Bonuspunkte vergessen. Ach, guck mal, Windrad ist Rechtshänder. Hallo, Baby. Habe keine Rechtschreibung. Ja, wollen wir anfangen? Ich hole mir noch mal irgendwas zu trinken. Sarah ist auch da? Sarah ist auch Linkshänder, ach so. Aber Sarah ist auch da, die war ja vorhin schon bei dir. Nicolino, sobald wir gerade gleich die erste Sache gemacht haben, weißt du sofort, wie es geht. Quantum Arena ist auch am Start. Was machst du denn? Ich hole mir was zu trinken. Du wolltest doch gerade noch nicht. Ja, jetzt will ich. Männer. Ja, wir fangen jetzt an. Chris fängt an. Linkshänder an die Macht. Ja. Chris hat sich ein unbezahltes Werbung Krombacher Limobier. Unbezahltes Werbung, gutes Deutsch. Krombacher Limobier geholt. Mach mal, ich hab was im Auge. Okay. So, wir packen das mal ein bisschen weiter nach hinten. Okay, nein, du willst das ja angucken. Reik hat was im Auge, also warten wir noch einen Moment. Ben hat den weiten Weg aus Virtual Kalka auch gefunden. Habe mich bei der Story mit Oskar so kaputt gelacht. Ja, das war wirklich lustig. Nicolino schreibt das. Ja, den kann man gleich. Ist der Eistee schon wieder leer, fragt Dominik. Ja, aber er hat am meisten getrunken. In der Woche trinke ich ja nur Wasser. Bei FKF ist gerade wohl auch ein Quiz. Zeitgleich Quiz. Naja, wir fangen jetzt an. Es gibt 60 Punkte zu holen. Start your engine. Wir haben 30 Fragen im Familienduell-Stil und 30 Schätzfragen. Das wird relativ interessant heute. Ich habe die auch alle auf meinem Handy. Da. Und wir machen das nicht nach der Reihenfolge, wie es bei Instagram war, sondern kreuz und quer. Ich trinke noch einen Schluck. Wir kommen aus in der Nähe von Münster. Da, wo der Indizwert sehr niedrig ist. Ja, unter 30, 29, noch was. Okay. Auf geht's. Denkt dran, der Schnellste, der bei uns angezeigt wird und richtig geschrieben hat, bekommt den Punkt. Wenn ihr bei euch eher seid, kann das sein. Liegt an der Internetverbindung. Bei uns ist halt entscheidend. So, wir haben unsere Community gefragt. Was ist euer Lieblingsthemenbereich im Phantasialand? Dann warten wir mal. Susi hat alle Storys auswendig gelernt. Das ist gut.
Es gibt keine Antwortmöglichkeiten, ihr müsst das so reinschreiben. Rookburg Funtime Arena bekommt den ersten Punkt, dann kam JTO, dann kam Fanta Daniel Klugheim, ist leider nicht richtig. Aber fast, das war die zweite Stelle, oder? Ja, Klugheim wäre Platz 2 gewesen. Man sieht schon, es bettelt sich zwischen Klugheim und Rookburg. Rookburg. Ich kann jetzt mit denen nicht Ball spielen. Damit kriegt Ben den ersten Punkt. Und jetzt geht's bezugnehmend auf diese Frage, kommt jetzt die Schätzfrage. Was meint ihr? Also wer die Zahl reinschreibt, die richtige Zahl, bekommt den zweiten Punkt. Und was ist, wenn jemand die richtige Zahl reinschreibt? Wir warten so lange, bis jemand die richtige Zahl drin hat. So, die Schätzfrage ist, wie viele Leute haben für Rookburg gestimmt? Es ist eine Zahl zwischen 50 und 100. Auf geht's. Keine Prozentzahl, sondern eine reale Zahl, eine Ziffer. Falsch. Richtig, Philipp Graf, 79. Das ging schnell. Philipp Graf kriegt einen Punkt. Philipp Graf, 79 haben für Rookburg gestimmt. Für Klugheim haben 55 gestimmt. Chinatown 12 Leute. Und für Woostown 13 Leute. Und einer, der Willi, ich glaube, jeder kennt den Willi, hat für Berlin gestimmt. Ist aber auch ein schönes. Ich glaube, aber jetzt hat jeder das System verstanden. Du auch, oder? Ja. Werden wir gleich sehen, wenn ich die nächste Frage stelle. Ich bin in sowas immer sehr. Sehr schön. Wichtig ist, dass ich das jetzt hier lösche, damit wir das nicht noch doppelt machen. Und Mareike fängt direkt an mit dem nächsten. Bitte lass es einfach sein. Was ist denn die Frage gewesen? Wenn du nicht weißt, dann kannst du dir auch ein anderes aussuchen. Aber das ist ja eigentlich klar. Das haben bestimmt jetzt alle gehört. Nein, habt ihr nicht. Da hat sich der Willi bestimmt verklickt. Also, wir haben unsere Community gefragt, wer ist euer Lieblings-Achterbahnhersteller? Ja, ich auch. Intermin ist falsch. Kann das gar nicht lesen. Ist nicht ganz richtig. Es muss so reingeschrieben werden, wie wir es in die Story gepackt haben. Da haben wir es. Der Turbo-Tim. Mack-Rides war die richtige Antwort. Du bist aber auch streng. Ja, das muss so. Mack-Rides, Turbo-Tim. Also Susi hat als erstes Mack geschrieben, aber ich war ja nicht so streng gewesen. Ne? Aber ich habe es vorher erklärt. Okay, jetzt kommt die Schätzfrage, ihr Lieben. Und zwar, wie viele... Kack. Wie viele Stimmen gab es für Mack-Rides? Richtig. Du kannst noch eingrenzen, weil sonst ist das zu schwer. Achso, ja, zwischen 60 und 80. Mareike, dich mag ich mehr. Danke. Nein. Bisher noch nicht richtig. Nein. Da haben wir es. Philipp Graf, was ist da los? 78. Philipp Graf, Punkt 2. One point, go to Philipp Graf. Respekt, Philipp, was ist da los? Das muss ich jetzt löschen. Das musst du löschen, ganz wichtig. Okay. Philipp Graf hat den Punkt gemacht. Wir sind anscheinend verzögert, weil viele Zahlen jetzt noch reinkommen. Okay, wir warten noch ein bisschen, da kommen noch ein paar Zahlen rein. Wow, warum sind wir so verzögert? Oder macht ihr das, um uns zu ärgern? Also Philipp Graf hat auf jeden Fall den Punkt bekommen. Damit hat Philipp Graf die Führung übernommen. Streh weiß jetzt neben mir und sagt nichts. Ja, jeder kämpft für sich. Ne, Kevin? Ich bin Erster, ich führe. Der Chat ist minimal verzögert. Ja, okay. Ist nicht so schlimm. Anscheinend ist er bei allen verzögert. Marek ist einfach die Beste. Ja, ich bin einfach verpeilt. Wie sonst was. Aber es läuft richtig gut und wir sind knapp 40 Leute. So viel waren wir, glaube ich, noch nie, oder? Wie lange meine Haare geworden sind. Ey. Ja, wie lange meine Haare geworden sind. Das wollte ich nur noch mal eben sagen. So, dann suche ich mal hier den nächsten. Und nervig. Und muss erst mal gucken. Okay, ich hoffe, alle sind bereit. Me gusta. Wir haben unsere Community gefragt,
Was ist euer Lieblingsinteraktiver Dark Ride in Europa? Da bin ich ja mal gespannt. Ach, ich dachte gerade, ich wollte gerade sagen, okay. Susi sagt, das Spiel ist cool, das freut uns. Maus au Chocolat, Kirmes-Fan Mopol war der Erste bei uns im Stream. Erster Punkt für Kirmes-Fan Mopol. Maus au Chocolat ist richtig. Ich dachte schon, Popcorn Revenge, das hat 10 Stunden bekommen. Aber das ist ja nur die Schätzfrage. Nein, das ist doch gar nicht. Ach so, stimmt. Ja, deswegen sage ich das doch. Verstanden. Ja, verstanden. So, auf jeden Fall hat der Mopol wieder seinen ersten Punkt geholt. Was machst du da? Nix. Ich hab nur unserem Mitbewohner was gegeben. Und dann kommen wir direkt zur Schätzfrage. Wie viele Leute haben für Maus au Chocolat gestimmt? Die Zahl befindet sich zwischen 50 und 100. Ich muss ja in die Kamera gucken. Ja. Guten Tag. Kannst auch dich angucken. So, falsch, falsch, falsch. Ich auch. Noch keine richtige Zahl bisher. Noch keine richtige Zahl. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da haben wir es. Raphael Brun, 94. Raphael Brun kriegt einen Punkt. 94. Raphael Brun kriegt den Punkt. Wir warten mal, bis die ganzen Ziffern hier vorbei sind. Das ist mega auf. Kann das sein? Das war übrigens auf Platz 1 Maus au Chocolat mit 94 Punkten. Platz 2 war Abenteuer Atlantis mit 51 Punkten. Platz 3 Ghostbusters 5D mit 14 Punkten. Und Popcorn Revenge hatte 10 Punkte und relativ viele, ich glaube 9, haben noch Buzz Lightyear Laser Blast aus dem Disneyland Paris. Disneyland Paris eingetippt. Der bei uns immer down war, als wir drin saßen. Mhm. War der größte Mist. So. Symbolika ist halt auch ein interaktiver Dark Ride. WLAN hier ist so, weg. Löschen. Und ich bin wieder allein. WLAN ist weg. Weg. Wer? Bei WLAN ist weg. Bei Moritz. Oh nein, ich bin damit immer so verwirrt und überfordert. Abenteuer Atlantis vor Ghostbusters. Ja, ich will einfach lustige Sachen machen. Ich merke schon. Das willst du es mir ins Ohr sagen? Ich kann das Mikro auch stumm stellen. Oh, mach das mal. Ja? Stell das mal auf stumm und dann machen wir wie die Fußballer. Aber mach es trotzdem. So, da sind wir wieder. So, was ist hier los? Hallo. Ja. Und zwar haben wir unsere, muss ich das jedes Mal sagen, egal. Ja, das ist Familien, so, das ist Freizeit aktuell. Wir haben unsere Community. Ich bin Lippenleser und Bauchredner. Wir haben unsere Community gefragt, welche ist eure Lieblingsachterbahn im Walibi Holland hier? Und die ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Ich denke auch. Guck mal, wer der Schnellste ist. Ich möchte Holländisch können. Niederländisch. Niederlands. Verstehen, Thomas. Philipp, du musst mir das beibringen. Verstehen, Thomas, ja ganz gut. Philipp Graf, Untamed. Wupp, wupp. Philipp Graf vor EP-Fan 95. Ich glaube, da wird ein Kevin ganz schön böse. Vor Funtime Arena, vor JTO, vor Kimis und Muppel, vor Tessa, vor Turbo Tim und so weiter und so fort. Aber alle haben es richtig geraten. Ich liebe Käse. Ben and Beyond, grüß dich. Hallöle. Philipp Graf rasiert aber hier, ne, am Anfang. Oh ja. Oh, oh, oh. Also, und dann haben wir natürlich noch die Schätzfrage, die da lautet, das könnt ihr euch natürlich denken, wie viele Stimmen hat Untamed denn bekommen? Zwischen 60 und 80 wieder mal. Sehr einfach. Also, haut in die Tasten, ihr Lieben. Dann warten wir mal. Ja, bei uns stehen, das ist manchmal immer unterschiedlich, das hat Tobi letztes auch mal gemerkt, als er hier war, dass manche bei uns eher stehen als bei euch in den Chats. Noch sehen wir nicht die richtige Zahl, da haben wir es, Nicolino 202 72 war richtig, Nicolino. Nicolino bekommt den Punkt, 72 Stimmen hat Untamed bekommen. Jetzt hat er den Ball verdient. Auf Platz 2 war Goliath mit 32 Stimmen. Dann kam Lost Gravity mit 23 Stimmen und Speed of Sound mit 9 Stimmen.
Und es hat auch keiner eine andere Attraktion dabei geschrieben. Sicher? Sicher. Gelöscht. 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 Shit. Die Zahlen kommen noch, wir warten noch ein bisschen. Tja, Susi. Da musst du aber hier Kirmes Fan Mopol führt, ne, Susi? Ich finde die Bolle so halte, sieht die ganz gut. Sieht so ganz komisch aus, das stimmt. Nee, das meinte ich gar nicht. Ist egal. So, Nicolino hat den Punkt bekommen. Ist sehr ausgeglichen bisher. Oh, ne, so kann ich aber jetzt aber nicht sehen. Dann machen wir direkt weiter, würde ich sagen. Suche ich mir mal hier die nächste Frage raus. Weiter geht's. Wir haben unsere Community gefragt, was ist eure Lieblingswasserachterbahn in Europa? Gibt es dafür eigentlich einen Spezialnamen? Also Watercoaster, ich weiß gar nicht. Was kann man gewinnen? Erklären wir gleich. Stimmt, es gibt noch was zu gewinnen. Aber nur eine Kleinigkeit diesmal. Ja. Wir haben nicht mehr zu Wir kommen leider auch nicht mehr in den Freizeitpark, um was zu besorgen. Das stimmt. So, denk dran, es muss so geschrieben werden, wie wir es in der Story hatten. Hast du auch gesagt, wo? Der fliegende Holländer. Kirmes Fan Mopol hat es auch genauso geschrieben, wie wir es in der Story hatten. Und der fliegende Holländer ist natürlich absolut richtig. Kirmes Fan Mopol, dein zweiter Punkt. Danach wäre Tessa gewesen. Viele haben auf Poseidon getippt. Oh, Little Coaster Family, hallo. Hallo, Little Coaster Family. Ja, aber es war sehr, also relativ ausgeglichen, außer Speed. Ja, naja. Stimmt. Mir fallen einfach alle Namen nicht ein, aber ich weiß, was man... So, dann machen wir direkt die Schätzfrage dazu. Ciao, Oskar, ne? Ist er weg? Ja. Wie viele Leute haben für den fliegenden Holländer gestimmt? Die Zahl ist zwischen 30 und 70. Da geht jemand in den Rückwärtsgang. Dann warten wir mal. Dim. Bisher noch nichts. Schon wieder Kirmes-Fan Mopol 62. Da wunderst du dich. Ist die richtige Lösung. Ist eine Schätzfrage. Kirmes-Fan Mopol mit 62. Hat er die richtige Zahl direkt erraten. Das ist der dritte Punkt für Kirmes-Fan Mopol. Gleichgezogen mit Philipp Graf. An zweiter Stelle stand Poseidon mit 49 Stimmen. Dritter Stelle Atlantica Supersplash mit 43 Stimmen. Und an letzter Stelle Speed mit 6 Stimmen, weil das wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute gefahren sind im, ich glaube, Energielandia. Steht die. Also Respekt an Kirmes Fan Mopol. Kommen wir noch Zahlen. Hast du die jetzt weggemacht? Gelöscht? Gelöscht. Gut. Ja, ich weiß. Warte noch einen Moment, jetzt da kommen noch Zahlen rein. Okay. Suchst du dir das Beste aus, ne? Nein, ich mache Zufall. Okay. Moritz, echt jetzt. Moritz, ey. Mo, lass jetzt mal ruhig angehen. Weißt du die Frage dazu? Ich glaube, ja. Sollen wir nochmal auf Stumm stellen? Ja. So, da sind wir wieder. Hier wurde doch gedopt. Ja, Kirmes Fan Mopol, muss man echt sagen, wir haben die Adresse von ihm kennen wir schon auswendig, weil bei jedem Quiz wir immer den Gewinn nach Kirmes Fan Mopol schicken. Mo weiß jetzt schon die Antwort. Ja, Mareike macht weiter. Ja, also wir haben unsere Community gefragt, ich bin übrigens in Pause, nein Spaß, was ist eure Lieblingsneuheit als Attraktion in einem Freizeitpark in Deutschland? Eure lieblingsneueste Attraktion? Aus dem Jahr 2020. Habe ich doch gesagt. Hast du gesagt? Weiß ich nicht mehr. Okay. Denk dran, es so zu schreiben, wie wir es in der Story hatten. Und da haben wir es auch schon. Funtime Arena. Fly ist die richtige Lösung. Funtime Arena. Den zweiten Punkt macht der Ben. Fly ist natürlich richtig. Piraten im Metall ist auch, also sind alle cool. Also okay, ja. Dino Splash sind noch nicht gefahren und hat Volldampf ist nicht unseres. Ja, kann man so sagen. Ja, dann haben wir, kann ich weitermachen? Ja, kannst du weitermachen mit der Schätzfrage? Dann haben wir noch die Schätzfrage. Und zwar war das sehr, sehr eindeutig. Wie viele Leute haben denn für Fly gestimmt?
Die Spanne liegt zwischen, ich sag mal, 100 und 125. Oh, das ist aber eine kleine Spanne. Da geht ja jetzt schnell. Ich mach noch, ich hab vorhin noch kleinere Spanne. Echt? Gucken wir mal. Ja, die ganze Zeit nur tick, 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 tick. Hauptsache, du sagst zwischen 100 und alles kommt so unter 100. Ich habe schon vorher die Tasten gehauen. Ja. Du musst drauf achten. Ja, jetzt geht's schnell hier. Ja, ich habe aber noch alles. Da haben wir es. Philipp Graf, 116. Wow. Wow. Philipp Graf ist beim Schätzen auf jeden Fall richtig gut. Alter, wie viele Kommentare da reingehen? 45 haben wir. Philipp Graf geht in Führung mit seinem vierten Punkt. Kevin Bohr sollte eventuell seinen Internetanbieter wechseln, wenn ihr in einem Raum sitzt und beide mit dem Handy online seid. Philipp Graf, Respekt, löscht du das? Ach so. Ah, viele haben übrigens noch, achso, kannst du nochmal die Ergebnisse durchsagen? Ja, Dino Splash gab es auch, da haben 3 für gestimmt. 3. Volldampf 8 und Hals über Kopf 29. Dann kam natürlich auch noch als Antwortmöglichkeit, nein, als Antwort rein, Piraten in Batavia halt ganz häufig. Gut, now it's your turn. Sehr schön. Was hast du studiert, Philipp? Statistik oder so. Oder Wahrsagen. Wahrsagen. Mal Wahrsagen. Philipp ist Mentalist. So, ich suche mir auch das nächste hier raus. So, machen wir weiter, machen wir weiter. Sind schon fast 50 hier, Leute, im Stream hier. Ich werde verrückt. Weniger, als du das gesagt hast. Ja, toll. Wir haben unsere Community gefragt, was ist eure Lieblingswasserbahn in Deutschland? Stellen wir das einfach aus. Dann schauen wir mal. Hast du mich gerade angemalt? Nee, wollte ich, aber sieht man nicht. Stimmt. Chiappas, Fanta Dani bekommt den Punkt. Fanta Dani vor Sina, vor Funtime Arena. Wer kriegt den? Ich habe nicht zugehört. Fanta Dani bekommt den Punkt. Wie spricht man das eigentlich aus? Chiappas. Manche sagen Chiappas, Chiappas. Mehr weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall alle relativ. Susi ist hier Europapark treu geblieben und hat Poseidon gesagt. Aber alle eigentlich so größtenteils Chiappas. Weiter? Ja. Kommen noch so viele Antworten, deswegen warte ich. Boah, ich muss vom Bier immer so aufstoßen. Chiappas. Warte mal. Chiappas? Chiappas. Chiappas? Chiappas? Moritz, Chiappas? Da schreiben die Chiappas. Chiappas. Oh Gott, das verwirrt mich nur, wieso habe ich gefragt. Dabei mag ich Poseidon gar nicht. Chiappas. Mareike auch nicht. Mareike sagt, die schlägt. Ich finde, die schlägt gar nicht so schlimm. In dieser einen Kurve steckt es. Einmal schlägt die kurz. Wenn ich einen guten Tag habe, kann ich die auch fahren, aber ich Kopfschmerzen schon von Anfang an habe, da kann ich die nicht fahren. Oder wenn es warm ist, dann vielleicht nicht. Ja, Chiappas die Wasserbahn, aber in unserer Story hatten wir nur Chiappas angegeben, deswegen gehen wir nach der Story, wie wir es angegeben haben. Guck mal, die schätzen schon, das ist unfair. Aber wirklich, das sehen wir jetzt alles noch weiter. So, wie viele Leute haben für Chiappas gestimmt? Die Spanne liegt zwischen 120 und 180. Auf geht's. Oh, das ist noch eindeutiger als gerade. Ja. Dann warten wir mal ab. Aber die haben alle unter 100 getippt, das ist ganz gut, weil... Zwischen 120 und 180 liegt die Zahl. Das aber jetzt. Ich weiß, mir ist das andere nicht eingefallen. Oh, ja. Wow, what the heck. Oh, ich kann da nicht folgen. Noch war sie nicht dabei. Wie schnell kannst du gucken? Ich kann das noch nicht. Noch nicht. Sag mal, Zahlen über 100 oder über 1000 werden alle weggemacht? Ich sehe es immer noch nicht. Noch nicht dabei. Das kann ja nicht sein, dass das noch nicht dabei war. Nee, war noch nicht dabei. War noch nicht dabei. Was hast du denn für eine Spanne genommen? Eine große, anscheinend. Nee, immer noch nicht. Aber fast. Aber fast. Fast war es dabei. Immer noch nicht. Hast du auch noch nicht gefunden, ne? Ich kann das nicht, ich habe keine Brille auf. Immer noch nicht? Wir können ja ASMR-Videos machen. Hallo. Da haben wir es! Little Coaster Family, 127. Little Coaster Family bekommt den Punkt, 127 war richtig. Okay, wir müssen die Spannen, glaube ich, kleiner machen. Ja, du, ich mache die ja schon kleiner. Ja, wir machen die Spannen jetzt kleiner. Du machst die Spannen kleiner. 127 war, warte, ich bin nur noch gar nicht fertig hier.
lass mich doch mal hier in Ruhe machen. 127 Little Coaster Family, Punkt Nummer 1 für dich. Darf ich und das mal probieren? Darfst du sehr gerne. Du bist doch gar keine Biertrinkerin. Du hast aber das gesagt, ist da ist mehr Limo als Bier. 70% Limo, 30% Bier. Also wir haben 127, haben wir das erste Mal jetzt gesehen von Little Coaster Family. Es haben 127 für Chiapas bestimmt, 27 für die Tiroler Wildwasserbahn aus dem Europapark, 18 für Area 51 aus dem Moviepark und ganze 2 Leute aus Doras Big River. Machen wir, Dominik. Bitte ja. Kleinere Spanne, alles klar, Dominik. 2 Leute für Doras Big River Adventure. Und dann hatten wir noch von Andi und Marc, ich weiß nicht, ob die drin sind, Teufelsfässer. Und von Andrea Netzel, Super Splash im Hansapark zum Beispiel, hatten wir noch dabei. Das stimmt, Moritz, dann kann man das Bier echt gleich weglassen, was schmeckt. Ich mag Bier. So, macht doch Spaß hier. Lustige Runde am Start. So, nächste kommt von Mareike. Ach, das kann ich doch. Das kann ich. Das kannst du, da brauchst du nicht fragen. Brauchst du nicht auf Stumm stellen. Also, wir haben unsere Community gefragt. Welches ist euer Lieblingsthemenhotel eines Freizeitparks? Das ist mal nicht die Lösung. Ja, Susi, mach mal. Bin mal gespannt hier. Macht er mal nicht. Kronasa! Michi Dittmeier bekommt den ersten Punkt. Hast du richtig geschrieben? Ja, ich habe es so in die Story gepackt, ohne dieses durchgestrichene O. Kronasa, Michi Dittmeier, das ist dein erster Punkt. Bellrock nicht, Lingbao nicht, Matamba war es auch nicht. Ist auf jeden Fall sehr ausgeglichen von vielen verschiedenen Hotels. Der EP-Fan hat es auf jeden Fall richtig geschrieben, aber wir haben es ja so nicht in die Story gepackt. Auf jeden Fall hatte er einen imaginären Punkt für EP-Fan 95. Ich dachte, Susi ist schneller, weil das ist doch Susis Lieblingshotel. Stimmt. Also wir haben aber noch die Schätzfrage in einer kleinen Spanne. Wie viele Stimmen hat denn Kronasa gehabt? Die Antwortmöglichkeiten zwischen 50 und 65. Sehr gute Spanne gewählt. Du guckst, gell? Ja. Noch nicht die richtige Lösung dabei gewesen. Man kriegt den Ohrwurm auch nie wieder raus. 60, Leon T. Leon T. 60 ist die richtige Lösung. Dein erster Punkt, Leon T. 60 ist die richtige Lösung. Charles Lindbergh gab es noch mit 44 Punkten, Matamba mit 35 und Bellrock mit 56. Und dann haben noch welche Lingbao, Andi und Marc haben noch Colosseo geschrieben. Also es kamen viele, viele Antworten. Ich mache jetzt das Fenster zu. Was wollte ich vor dem Stream machen? Sag mir nicht, dir ist kalt. Doch, mir ist kalt. Draußen Grüße. Da kommen wir noch Zahlen. Sind wir so verzögert? Anscheinend ja. Komisch, ne? Aber gut. Sind wir bei allen so verzögert? Philipp noch da. Okay, jetzt anscheinend hat sich's ausgezahlt. Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Also diesmal. Jetzt darfst du. Okay, auf jeden Fall. Normal hätte Kirmes Fan Mopol jetzt wahrscheinlich schon 15 Punkte. Aber im Moment führt Philipp Graf mit 4 Punkten und Kirmes Fan Mopol hat 3 Punkte. Und alle anderen, die ich jetzt nicht aufzähle, haben 1 Punkt. Es ist ein unglaublicher Delay. Ja, wir haben wirklich eine Verzögerung drin. Was kann man denn dagegen machen? Neu starten will ich es jetzt ungern. Aber es ist wahrscheinlich, so wie es aussieht, für alle verzögert. So. Ja, da hat einer noch Fly geschrieben. Der hat wahrscheinlich eine Mega-Verzögerung drin. Schätzfragen ist nicht meins und Internet auch nicht. Normal ist dein Internet immer gut, Moritz. Ich schaue euch auf 3 verschiedenen Geräten alle unterschiedlich. Echt? Ja. Kevin schreibt, go Philipp, bring den Sieg nach Hause. Den nach Hause nach Kücheln. Weißt du, sollen wir mal eben erklären, was es heute zu gewinnen gibt? Oder sollen wir das später machen? Ja, dann können wir ja gucken, ob noch welche mitmachen wollen.
dass ich so ein toller Gewinn ist. Also, okay, wir erklären eben schon, was wir gewinnen können. Was ihr was? Frohes Neues 98, lass es krachen. Hör auf damit. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Oh mein Gott. Mach also, dir gleich eine kurze Pause, muss den Kater füttern. Ja, wir machen um, halb machen wir eine kurze Pause. Ich hoffe, solange kann dein Kater noch durchhalten. Wer hat das geschrieben? Philipp. Herr Graf. Der Graf von Unheilig. Also, heute gibt es eine Tasse zu gewinnen. Eine? Aus dem? Ist egal, das dürfen sich doch die Community darf sich eine Tasse aussuchen. Habe ich mir gerade so überlegt. Wir hatten einmal eine Tasse, die sind alle übrigens noch unbenutzt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, wir haben daraus schon was getrunken. Einmal haben wir eine Tasse unbezahlte Werbung übrigens aus dem Moviepark Germany. Die finde ich ziemlich cool. Ich fand, das war die coolste, die da stand. Dann, hoppala, haben wir eine Tasse aus Mystival Horror Stories vom Fort 4. Da steht zwar Fort von drauf, aber okay. Stimmt. Fort von dann Baby. Hätten wir eine Tasse von Mammut aus Trapstrell. Bände 2 Pokémon. Ich habe heute erst alte Tassen weggeschmissen, um Platz für neue zu machen. Freizeitparktassen darf man nicht wegschmeißen. Dann haben wir eine Tasse mit Keep Calm and Ride Coasters. Die finden wir auch eigentlich ziemlich cool. Und dann haben wir... Meine Tasse. Dann haben wir noch eine Tasse, die sind gleich alle kaputt. Die aber, ja doch, eigentlich hat die was mit einem Freizeitpark zu tun. Die haben wir aber nicht aus einem Freizeitpark. Und zwar ist es eine Tasse von Disney. Und zwar kennt ihr wahrscheinlich alle, vor allem die Mädels, von Die Schöne und das Biest. Eine Tasse. Kennen das auch. Sogar richtig Porzellan, ist kein Plastik. Ja, dafür ist halt nicht so ein toller Gewinn, aber davon könnt ihr euch was. Habt ihr auch eine Lampe zu vergeben? tatsächlich nein, wir brauchen tatsächlich noch ein paar. Wir haben aber so einen kleinen Kamin. Da möchte einer den kompletten Zwischenstand wissen. That's your turn. Wow. Ich lese die nicht vor, nicht die vor, die einen Punkt haben, sondern die... Nach dem Sound nach zu urteilen, gibt es gleich keine Tassen mehr. Susi, ich glaube, wir haben was gemeinsam. Wir sind beide toll. Ich glaube, das wäre mir aber nicht passiert mit dem... Egal. Fanta Marina hat 2 Punkte. Philipp Graf hat 4 Punkte. Kirmes Fernmopol hat 3 Punkte. Und alle anderen, die wir benannt haben, haben 1 Punkt. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil das sind sehr viele. Sehr viele. So, dann machen wir weiter. Wer ist dran? Ich bin dran. Ach, verrückter EP-Tobi. Unser Kanalmitglied EP-Tobi. Ich bin dran. Philippans, ich hab's verpennt. War klar, hast du letzte Woche... Ich bin dran. Nein. Doch. Okay. Oder? Mach einfach. Warte, lass mich überlegen. Auf Tag zu träumen. Mach es einfach. Mach doch einfach, doch egal. Auf Tag. Der Tobias Krötz ist auch am Start. Tobias Krötz. Was? Schöne Grüße. Du hast Krötz gesagt. Nein, Krötz habe ich gesagt. So, ich suche mir das nächste aus. Oh, das wäre eigentlich eine Frage für dich. Ja, dann lass mich doch. Ja, dann lass halt mich. Halt mein Wasser auf. Ich halte dein Markenwasser. Hör auf damit. Ich strauße sie ja zu, ja. Nein, brauchst du nicht. Du kannst Lippen lesen. Guck an meine Lippen. Okay. Okay. Oh Gott. Kann ich auch die Tasse anstatt der Tasse Oscar nehmen? Nein. Auf gar keinen Fall. Der würde euch nur beißen, so wie Tobi. Das stimmt. Man muss doch nicht jeder wissen, dass Tobi von unserem Hund gebissen wurde. So, also wir haben die Community gefragt, welches ist euer Lieblingsland, sag ich jetzt mal, Entschuldigung, im Europapark Brust. Ja, richtig. Gibt vielleicht noch einen anderen Europapark. Weißt du ja gar nicht, vielleicht was irgendwo hatten, in Taiwan. Was hatten da eigentlich gewonnen? Ah, okay. Knapp. Knapp. Du guckst, ne? Ich guck. EP-Fan95, Island ist die richtige Lösung. Das ging sehr, sehr schnell. EP-Fan95, der Silas kriegt den Punkt. Viele haben auf Island. Philipp hat auch auf Island getippt. Susi hat Griechenland, Tessa Griechenland. Viele haben auf Island getippt. Silas, dein erster Punkt. So, dann die Schätzfrage. Wie viele haben auf Island denn getippt? Und zwar zwischen 50 und 60. Jetzt ist aber hier ein kleiner Außenstelle Afrika. Heimvorteil. Oh, mega. Wow, Tessa. Erste Zahl, richtige Lösung. Tessa, erster Punkt, 55.
genau. ist die richtige Lösung. Griechenland hat übrigens 44 Punkte oder Stimmen bekommen, Frankreich hat 48 bekommen und Portugal 9. Dann kam noch der Märchenwald rein von Selina Giorgio und von Willi Österreich. Sehr schön. Dann warten wir, bis hier die Zahlen zu Ende gelaufen sind. Internet wieder weg. Aber die Nachricht kam an mit Internet wieder weg. Ja. Ja. Komisch. Die Moviepark-Tasse zieht mir nicht in meine neue Küche ein. Kann ich gar nicht verstehen. Ah ja, trotzdem, wenn das der erste Park ist, eröffnet, werden wir trotzdem hinfahren, ne? Ach guck, ja, Chemis für mobile Daten eingestellt. Ich hoffe, du hast viel Daten, wo ich muss rülpsen. Mach ruhig. Ladylike. Du weißt, dass du gerade im Internet bist. Ach, so bin ich. Ich kann mich nicht abstellen, tut mir leid. Hat eh keiner gehört, du hast ja da hinten hingerufen. Ich bin leider keine Lady. Ja, das hat keiner gehört. Gutes Bierle, ja. Hab noch 20 Gigabyte, glaube ich. Der Eistee ist leer, Tobi, das war die letzte Flasche. Ja, ich habe hier ein gutes Kromara. Tobi, wir haben auch noch dein Energy hier, ne? Und deine Tasse. Das trinke ich einfach gleich, glaube ich. Ja, wir machen auch gleich eine Pause. Eine Frage noch und dann machen wir Pause, damit Philipp den Kater füttern kann und Kevin den anderen Kater füttern kann. Vielleicht füttert ihr euch auch gegenseitig, man weiß es nicht. So. Das ist richtig. So, 5 extra Punkte für Mareike. Ja, weiter geht's. So, ich muss hier erstmal was aussuchen. Oh, jetzt ist er hier. Nee, drück doch einfach irgendwo drauf. Ich drück auch einfach. Okay, ich drück einfach drauf. Das ist Magic. Oh, das wäre eigentlich wieder was für dich gewesen. Mach. Wirk. So, weiter geht's. Mareike, der Mann. Ich fütter meine Kaninchen. So, wir haben unsere Community gefragt, was ist oder war eure Lieblingsshow in einem deutschen Freizeitpark? Ich habe eine. Und ich glaube, viele andere auch. Und wir nehmen die Antwort so, wie wir es in unsere Story gepackt haben. Das ist egal, ob sie noch existiert oder nicht. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Okay. Ist oder war, habe ich gesagt. Na komm schon. Da, wo. Aber wir müssen es so haben, wie wir es in unserer Story hatten. Wir müssen das ja so, wie wir es in unserer Story hatten. Und das. Ein Wort muss dann weggelassen werden. Ist Kirmes Fanmopol. Rolantica Musical. So haben wir es in unserer Story. Und so ist es dann auch richtig. Der Mopol guckt wohl unsere Storys sehr gut. Rolantica Musical. Normal heißt es Rolantica das Musical oder The Musical. Aber in unserer Story Rolantica Musical. Kirmes Fanmopol. Gucken wir heute Abend The Greatest Showman? Ja, können wir machen. Und hat damit gleichgezogen mit Philipp Graf. Kinners. Ja, genau wie wir es in unserer Story drin hatten, hat der Moritz zuerst reingeschrieben. So, stimmt, Susi hat noch keinen Punkt, ne? Das schaffst du, Susi. Wenigstens ein Trostpunkt. Ich glaube, Mopol kannst du nicht mehr überholen, aber... Ja, doch, bestimmt. So, jetzt reicht das auch wieder. So, die Schätzfrage. Wie viele Leute haben für Rolantica Musical gestimmt? Die Zahl ist zwischen 70 und 85. Mein Gott. Zwischen 70 und 85. Die haben alle schon vorher geschrieben, ihr Schweine. Oder Aladdin, hast du mir das geguckt? Da haben wir es. Sonja Duncan. 76 war richtig. Sonja Duncan kriegt den Punkt. Wie Sonja Zietlow? Ja, wie Sonja Zietlow, nur mit Duncan als Nachname. Sonja Duncan, 76 Stimmen hat Rolantica Musical bekommen. Paddington on Ice aus dem Europapark hat tatsächlich noch nie gesehen, hat 25 Stimmen bekommen. Die Stefan Nölle Hypnose-Show zu Halloween im Moviepark hat 13 Stimmen bekommen. Mega. Musa Theo mit Joel aus dem Phantasialand hat 28 Stimmen bekommen. Dann gab es halt noch ganz viele andere Möglichkeiten, die wir zugesendet bekommen haben. Stunt Show Moviepark, Tessa hatte Ice College geschrieben. Also gab halt eine wirklich große Auswahl an Shows, die wir bekommen haben. Stefan ist toll. Stefan Nölle ist richtig gut. Dein alter Arbeitschef. Ist richtig. Achso, löschen.
Mit Stefan kann man auch nach seiner Show immer ein nettes Pläuschen halten. Ja, und der hat auch Merch. Und eine ja, ich habe auch eine Tasse bekommen. Wir haben eine Tasse mal geschenkt. Paddington on Ice war wohl nicht so gut, laut Silas. Nein? Mm-mm. Das ist doch aber irgendwo viral gegangen in irgendeinem London. Aber kann auch sein, dass er eine andere Show meint, weil er meint Paddington. Vielleicht war der Paddington on Ice war vielleicht in China oder so. Ah, jetzt, ich weiß auch, wie man das nennt. Bitte Englisch aussprechen. Duncan ist eine Figur von Shakespeare. Oder so belesen sind wir nicht. Wir Duncan? Duncan. Duncan ist auf Französisch. Ach so. Duncan. Weiß ich nicht. Okay, nächste Frage. Danke. Wir haben unsere Community gefragt, welche ist euer Lieblings-Boomerang-Coaster? Gibt es noch andere Boomerangs? Keine Ahnung. In Europa. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Dafür bin ich da. Ja. Wolltest du jetzt hier? Ja, ich wollte die Antwortmöglichkeiten. Was hat denn gewonnen? Dann kann ich mir denken, was gewonnen hat. Da ist er ja wieder, mein Schatz. Hey, Raik, Tessa kriegt den Punkt. Raik ist richtig. Hallo, Baby. Viele schreiben Speed of Sound, aber tatsächlich hat Raik gewonnen. Machst du Tessa einen Punkt drauf? Natürlich, Entschuldigung. Punkt Nummer DOS. Zweiter Punkt für Tessa. Okay. Also, dann kommt natürlich wieder die Schätzfrage. Wie viele Stimmen hat Raik bekommen? Zwischen 70 und 80. Oh, das ist eine kurze Spanne. Du wiederholst dich. Ja, ich weiß. Mein Schatz. Waiting. Ah, jetzt. Ist mir zu schnell. Da, Raphael Bunn. Ja, Raphael Bunn. Hatten wir, glaube ich, schon irgendwo. Brun. Raphael Brun mit 76 ist richtig. Raphael Brun macht den wievielten Punkt? Zweiten Punkt für Raphael Brun. Dann gab es noch, also Volldampf hat 41 Stimmen bekommen. Speed of Sound in Wallaby hat 32 Stimmen bekommen. Das ist die Achterbahn, wo mir mal richtig schlecht drauf wurde. Danach weiß ich auch nicht. Der liebe Coaster Phil hat noch Boomerang vom Wiener Prater genannt. Sind wahrscheinlich noch nicht viele gefahren, deswegen kam die Antwort auch nur von Phil. Sind wir auch noch nicht gefahren? Und das wird aber Wiener Prater würden wir gerne mal hin, glaube ich. Ne? Auf jeden Fall. Ich möchte gerne mal nach Österreich. So, kurze Pause. 5 Minuten oder 10 Minuten? 5. Machen wir um 40 weiter. Um 21.40 Uhr geht es weiter, füttert eure Tiere, geht was trinken, geht auf die Toilette. Und wir lesen derzeit ein bisschen Kommentare. Oder Mareike singt. Irgendwie ignoriert ihr meine Zahl. Nein, du warst nicht dabei. Also du warst nicht am schnellsten, Kevin. Der fährt sich echt toll. Boom, 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 boom. Jetzt kommt mal bitte hoch. Bei uns kam Raphael Brun tatsächlich zuerst rein. Gehen wir für den Mopol erstmal nochmal beim FKF ein paar Gewinne abstand. Scroll mal hoch. Das kommt unterschiedlich bei uns an. JTO hat es erkannt, ja. Wie ein Boom-Boom-Boom-Boomerang. Komm ich in. Oh. Pausenmusik, los, mach Pausenmusik. Ich muss meine Stimme aber verstellen. Wie ein Boom-Boom-Boom-Boomerang. Komm ich in mein Boom-Boom-Boomerang. Alle, die jetzt einschalten, denken gerade, was ist da los? Ich sag hier gar nichts. Genau, Dominik hat es geschrieben, bei euch wird es anders dargestellt, als die Antworten bei uns ankommen. Internetabhängig, können wir euch nicht sagen, woran das liegt. Oskar ist am Jaulen. Mich zeigt es auch ganz auf vorne an, aber darauf kann man nichts geben. Völlig richtig, Silas sagt es auch. Oh ja, das ist wohl wahr. Ja, es schreiben auch wirklich viele rein und dann kommen so viele Zahlen an und dann, ja. Wenn ich du wäre, Mareike, gehe mal ganz weit weg und singe ins Mikrofon. Low Battery. Was? Wenn ich du wäre, Mareike, gehe mal ganz weit weg und ich singe ins Mikrofon. Das verstehe ich nicht. Sing einfach. Funtime Arena schreibt, sing einfach was, sing was. Los, du singst sonst auch immer. Rammstein. Low battery. Low battery. Kaninchen gefüttert, sehr gut, Nicolina. Low battery. Oh Mann. Du blödes Shit.
Century. Jaha. Ich habe 30 Zuschauer mehr als DSDS. Das ist Quaken. Ah, ich kann auch. Ich kann auch mit Druck kann ich nie arbeiten. Übrigens, ich glaube, das T-Shirt hat jeder zu Hause, oder? Ich glaube, ich habe so viele Leute schon mit diesem T-Shirt gesehen. Also ich habe das in Rot oder Orange. Wolle, die hat aber auch cooles Merch. Rot. Du hast in Orange. Rot-Orange. Rot-Orange. So, danken. Sonja, danken, aber ich kann mit dem Themenbereich einfach nicht so viel anfangen. Ist ja noch Pause, ne? Ja, ist noch Pause. Noch 5 Minuten Pause. Dann pet ich mein Pet. Kevin sagt, Katzen sind, was machst du? Pet mein Pet. Ach, du pet dein Pet. Katzen sind gefüttert, das ist schon mal gut. Wir warten noch 4 Minuten. Hab das Layout-T-Shirt, das ist auch cool, das Layout-T-Shirt. Ja, hoffentlich startet bald die Freizeitparksaison wieder. Wir sind... Wer hat das gesagt? Du? Nee, das hat Jonas Knesch gesagt. Ich gehe mal nicht vor Mai aus, aber darum soll es heute nicht gehen. Aber ernsthaft, Island im Europapark. Ich denke, JTO, das liegt daran, dass da Wodan steht und Blue Fire. Deswegen Island. Dachte, du erschreckst dich. Nö. Chris, für dich eine Aufgabe. Gehe zum Kühlschrank und hole das, was dir direkt ins Auge sticht. Habe ich schon gemacht. Ich mach das. Mareike, mach das. Jetzt bin ich mal gespannt, mit was sie zurückkommt. Mach die Augen zu, Mareike, mach die Augen zu. Seid ihr schon Fly oder Hück gefahren? Beides, tatsächlich. Aua. Es sind mir Tomaten rausgekommen. Also, es sind Tomaten rausgekommen. Ah, das stinkt. Wir haben Zwiebelsalat gegessen, ja, das stinkt ja alles so. Ich glaube, Fly bekommt von mir nochmal eine Chance. Ja. Drückt bei mir nicht auf den Bauch, ehrlich gesagt. Drückt Fly dir auf den Bauch? Nein, überhaupt nicht. Also ein bisschen, aber nicht schlimm. Ja. Schön, das kribbelt schön. Fly vorne. Auf jeden Fall eher als die Kirmes-Saison. Beziehungsweise Puff-Saison. Ja. So, machen wir weiter. Ihr macht das übrigens super. Dankeschön. Auch wenn wir jetzt nicht die tollste Kamera hier haben. Wir haben irgendwie so eine billige HD-Kamera. Wir machen das. Ich finde aber, ihr macht das noch ein bisschen professioneller. Ja, wir freuen uns auch schon auf morgen. Wir sind dabei und gucken fleißig zu. Über unserem Fernseher. Und ich hoffe, Kirmes Herrn Mopul gewinnt nicht, damit er morgen nicht prahlen kann, dass er gewonnen hat. Das macht richtig Spaß, ihr beiden. Danke. Das ist schön. Oh mein Gott, ich muss aufhören, so bescheuert zu sein, ey. Ich bin jetzt nur noch ernst. Nein. 3 Minuten Pause noch. Was? Können wir nicht einfach weitermachen? Nein, vielleicht sind ja jetzt gerade noch welche rauchen oder auf Toilette. Wie wenn jemand drauf sitzt? Was? Ich weiß nicht. Wo drauf? Auf deinen Bauch, wenn du Fly fährst. Ich schaue morgen auch zu und freue mich schon. Beim letzten Mal konnte ich nicht. Den Gewinn dann für morgen per Express versenden, damit du denn im Livestream... Wir kommen vorbei, ist nicht weit. Ich glaube, Stunde sind wir bei dir. Bringen wir dir vorbei und dann kannst du damit im Livestream prahlen, wenn du gewinnen solltest. Ich stelle Kirmes von Mofel morgen keine einzige Frage. Nee, ich habe nur was geschrieben. Sieht aus, als ob du ein Hütchen aufhast. Mein Hut, der hat 3 Ecken. So, eine Minute noch und dann geht's weiter. 3 Ecken hat mein Hut. Sarah ist auch noch da, die kannst du dann fragen. Drum hätte ich nicht. Kevin fragt, Susi, geht's morgen um Schnelligkeit, dann bin ich raus. Ich glaube, ist gar kein Quiz morgen. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Talkrunde morgen. Was Freizeitpark-Vlogger... Wie bei Talk, Talk, Talk. Talk, Talk, Talk mit Sonja Kraus. Was Freizeitpark-Vlogger in der Lockdown-Zeit machen. So, können wir jetzt weitermachen? Nein, noch es eine gibt Minute. Morgen doch kein Quiz. Oder habe ich was verpasst? Tobias eigentlich... Ah, Tobi ist ja noch da. Ist Tobias Krötz noch da? Ist Tobi vielleicht morgen auch dabei, Susi? Oder hast du ihn extra nicht genommen, damit weil er doch echt wieder verschläft? Ach ja, aber EP Insider ist wieder dabei. Ja, das habe ich gelesen. Mopul habe ich gesehen. Susi Kraus. Ja, ich finde das Format auch total cool von Susi, von dir, Susi. Ich gucke da sehr gerne rein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Zeit verging so richtig schnell. Ja, das stimmt. Wir haben es auf dem Fernseher geguckt. Habe ich gerade schon gesagt. Können wir weitermachen? Wir machen jetzt weiter. Wir machen jetzt weiter. 20 vor. Wir machen jetzt weiter. Bin ich dran, ja, ne? Nach.
Ah ja, das hättest du auch gewusst, ne? Ja. Ja. So, weiter geht's, Freunde der Sonne. Wir haben unsere Community gefragt, was ist eure Lieblingsattraktion im Hansapark in Sierksdorf? Denkt dran, so zu schreiben, wie wir es in der Story hatten. Der Schwur des Kernan, JTO, macht den ersten Punkt. JTO ist eigentlich auch immer vorne mit dabei, heute noch nicht so richtig, aber jetzt hat er den ersten Punkt. JTO, der Schwur des Kernan, ist völlig richtig. Haben auch sehr viele getippt, Fluch von Novgorod sehe ich hier, Highlander sehe ich. Der Schwur, oh, eigentlich war Funtime Arena als erstes, aber er hat nur Kernan geschrieben. Ja, machen wir direkt mit der Schätzfrage weiter. Wie viele Leute haben für der Schwur des Kernan getippt? Die Zahl befindet sich zwischen 70 und 85. JTO ist jetzt im WLAN, da geht's schneller. Kernan, der kennt es nicht. Ich war übrigens auch schon mal in Cochem, Ben. Und auch in der Jugendherberge. Ah, da, oh, JTO, direkt Punkt 2, 75. JTO will jetzt hier im WLAN, will JTO jetzt aber hier Vollgas geben. Es gibt nur ein Gas. Vollgas. 75 haben für den Schwur des Kernan getippt. Der Fluch von Novgorod hat 33 Stimmen bekommen. Nessie hat 11 Stimmen bekommen und Highlander 14 Stimmen. Und eine Stimme hat der Supersplash bekommen. Ja. Löschen. Kochen ist sehr schön. Das wollte ich nur noch mal sagen. An der Mosel und in der Burg war ich auch schon. Ups. Was ist da? Klottipark, ne? Mhm. Du warst früher nicht im Klottipark? Ja, ich war in der Grundschule. Ich wollte heute eigentlich schwimmen gehen, war aber etwas kalt. Das sah schon ziemlich krass aus, ey. Ja, JTO hat 2 Punkte direkt gemacht mit einer Frage. Oder mit 2 Fragen sozusagen. Ui. Ui, 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 ui. Turn around. Das kann ich auch. Das kannst du auch. Okay. Weiter geht's. Wir haben unsere Community gefragt. Jetzt bin ich gerade, habe ich es gelesen, mich raus. Wir haben unsere Community gefragt. Und zwar, welche ist eure Lieblingsattraction im Disneyland Paris? Sehr gut. Le de Paris? Disneyland Le Paris? Was war's denn? Nein, Phantom Manor ist falsch. Falsch. Ich weiß nicht, bei welcher Frage Nummer wir haben nicht sind. Wir haben nicht mitgezählt. Falsch, falsch, falsch. Nein. JTO. Big Thunder Mountain, JTO. Oh, Susi, nur ein bisschen schneller wäre. Oh, Susi gewesen. Kam direkt danach. Erst JTO, dann Susi. Big Thunder Mountain, auch richtig geschrieben. Ja, JTO, direkt dein dritter Punkt. JTO hat übrigens auch schon bei uns gewonnen. Ich glaube, damals 2 Belantis-Karten. Mm. So, dann kommt dann direkt die Schätzfrage. Wir kennen die Schätzfrage. Wie viele Stimmen gab es denn für Big Thunder Mountain? Die Spanne geht zwischen 55 und 65. Dann sind wir mal gespannt. Philipp hat schon ja vorher geschrieben hier, der Fuchs. Susi! Hey, my Rollercoaster Dream, der erste Punkt. Susi. 64 ist richtig. Susi, nur noch 3 Punkte bis du einen Ausgleich hast zum Kirmes Fan Mopol. Okay. It's a Small World hat 26 Stimmen bekommen. Space Mountain hat nur 33 Stimmen bekommen und Star. Egal. Party. Hat 4 Stimmen bekommen. Dann hat der Coaster Phil, also der Philipp Graf, hat Tower of Terror noch. Wobei das ja nicht Disneyland Paris ist, sondern die Disney Studios sind. Wenn wir da jetzt gehen. Adabada. Party. Und es gab noch Phantom Manor und ja. So, that's it. Ich kann mal gucken, wie viele Fragen wir noch haben. 17 Stück haben wir noch. Wow, echt? Mhm. Danke, dass ihr meinen einen Punkt zu feiern. Nee, Chris hat schon recht. Klugscheißer mag auch niemand. So, weiter geht's. Weiter im Chattext.
gucken, ob ich hier. Das stimmt, das sind zwei verschiedene Packs, wenn man es genau nimmt. Ihr beide, ne? Wenn ihr beide mal zusammen ein Quiz machen würdet, ey, mein Gott, das ist ein pingeliges Quiz. Nee, Chris hat schon recht. Macht ihr mal ein Fantreffen, Fans nicht. Fantreffen nicht, vielleicht kann man sich irgendwann mal mit mehreren im Park, in einem Park treffen, aber so ein Fantreffen so. Wir sind nicht Fame. Wir haben ja keine Fans, wollte ich gerade sagen. Wir sind keine YouTuber oder sowas. Genau. Aber man kann das ja mal machen, dass man ein Community-Treffen irgendwann mal macht. Wie leuchtet? Was leuchtet? Mach weiter. Okay, weiter. Wir haben unsere Community gefragt, was ist eure Lieblings-Thrill-Attraktion in einem deutschen Freizeitpark? Oder? Oder? Talokan, Philipp Graf. Das war richtig, Talokan. Warum spielen Philipp und Kevin denn nicht zusammen? Dann ärgert sich der Kevin vielleicht nicht so sehr. Ich glaube, Kevin ist gar nicht mehr drin. Ich sehe gar keinen Kevin mehr. Philipp Graf macht seinen fünften Punkt. Fünften geht Philipp, damit. Du führst. Du führst. Philipp führt. Mit 5 Punkten geht Philipp in Führung. Und direkt die Schätzfrage: Wie viele Stimmen hat Talokan bekommen? Die Range ist zwischen 100 und 115. Dann warten wir mal ab. Das ist ein cooler Boomerang. Merke es. Herr Puffy. Oh, da hat Philipp Graf 110. Philipp Graf 110. 6. Punkt. Hat Kevin das Mikro an? Das muss ich jetzt leider einmal vorspielen. 110 war richtig. Philipp Graf kriegt den Punkt. Kevin, es tut mir leid, aber du bist genauso bescheuert wie ich. Das von Kevin, das übrigens von Kevin. Aus dem Chat. Noch einmal, lass mich gewinnen, sonst gibt es Ärger. Ich feier dich, Kevin. Übrigens hat New York Transformer aus dem Moviepark 9 Stimmen bekommen, Wild Eagle aus dem Fort Fun 7 Stimmen, Dark Raver 4 Stimmen und dann hatten wir noch vom YouTube Thrill Girl Skyshot Skyline Park und von Coaster Sabi Thunderbirds bekommen. Ich bin nur in New York Transformer zweimal gewesen, als ich noch viel, viel jünger war. In die anderen gehe ich nicht. Seitdem ich gesehen habe, dass im New York Transformer sich einer sowas von bekotzt hat. No way. Also Philipp ist hier schon, auch im Schätzen ist Philipp verdammt gut. Ich habe nichts damit zu tun. Okay. Da, 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 da. Das, ja, das kannst du auch. Okay, wir haben unsere Community gefragt, welche ist euer, jetzt muss ich mal gucken, okay, Lieblingsattraktion im wunderschönen Toverland in Hollandje? Sevenum. Daneben gibt es das ABC-Restaurant, das ist Kevin und Philipp. Ich glaube, da müssen wir mal hin. Oh ja, New York Transformer sieht so aus, als ob er bald auseinanderfällt. Ja. Definitiv. Das war eigentlich richtig. Ah ja. Das ist knapp. Kirmes Filmopol. Ganz einfach. Vor Philipp Graf, vor Tessa, vor Funtime Arena, vor Julian Sommer, vor Fanta Dani, vor EP 595 und. Die Antwort. Ja, Troy war die richtige Antwort. Okay, dann haben wir noch die Schätzfrage. Wie viel waren da oder wie viele Stimmen? Nein, wie viel waren da? Ich habe das jetzt mal die Frage antwortet. wie viele Stimmen hat Troy bekommen? Zwischen 60 und 70. Dann gucken wir mal. 111. ABC-Restaurant. Ja. War richtig? Ah ja. Tim, 14. Oh, fast. Fast. Nee, ist auch nicht schwer bei 10. Nee. War noch nicht dabei. War immer noch nicht dabei. Ah, Leon T. 60. Leon T. hatten wir schon. 2. Punkt für Leon T. Phoenix hat 50 Stimmen bekommen. Booster Bike hat 17 bekommen. Merlins Quest leider nur 13. Ich finde Merlins Quest auch ganz schön. Kiss Nessa. Vanessa vom Dream Team hat Werbelwind mit dem coolen, epischen Soundtrack geschrieben. Und I, Ronnie Man hat geschrieben, war noch nie dort. Deswegen habe ich hier, wollte ich. Lösch it, please. Delete it.
Ah, lustig. Es kommen noch Zahlen rein, dann warten wir noch einen Moment. Da hat es aber lange gedauert, ne? Obwohl die Range so klein war. Ich glaube aber nicht damit rechnen, dass ich 60 meinte, weil ich sage zwischen 60 und, ne? Guter Trick. Trick. Ja, machen wir weiter. Bing. Okay, bang. Dann hau ich so fest auf das Handy. Oh, das ist auch cool. Oh! 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 Hast du darüber gar nicht nachgedacht, was dann ist? Nein, aber das kann man ja jetzt anders formulieren. Aha. So, bei der nächsten Frage haben wir tatsächlich ein Unentschieden. Das hatten wir bisher noch gar nicht. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Antworten in einer Nachricht von euch. Und zwar, wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblingsrestaurant in einem deutschen Freizeitpark? Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Restaurants, die richtigen beiden Restaurants in einer Antwort. Das in einer Nachricht. Könnte dauern. Ja. Und auch richtig geschrieben, so wie in unserer Story. Ich mache mal Libra hier aus. So, schauen wir mal. Guckst du mit, weil da muss ich jetzt ein bisschen. Da gucken wir mal. Bisher noch nichts dabei? Nee. Das ist ja auch jetzt mehr zu tippen, deswegen dauert das jetzt ein bisschen lang. Ah, nein, auch nicht. Nein. Nein. Food Loops. Finde ich auch gut. Food Loops. Erinnere mich an Food Loops, ja. Nein, nein, nein. Das ist schwierig. Sollen das wir vielleicht schwierig. Den Park eingrenzen? Okay. Ist es ein Park? Es ist in einem Freizeitpark. Gut eingrenzt. Noch nicht die richtige Lösung dabei. Na. Die richtige Lösung, aber nicht richtig geschrieben. Wir haben die richtige Lösung, aber nicht richtig geschrieben. Wir haben die richtige Lösung, aber nicht richtig geschrieben. Ja, Susi, Bamboo Bay und Food Loop, auch richtig geschrieben. Susi kriegt den Punkt. Das war ein bisschen schwieriger, ne? Okay, mache weiter. Mach weiter im Text. Ja, wir wollen jetzt eine Zahl wissen, also nicht die zusammen addierte Zahl. Wie viele Stimmen, sage ich jetzt mal, haben denn fürs Food Loop gestimmt? Die Range ist zwischen 50 und 65. Haben wir nicht so eine coole Leuchtbrille hier drin? Ja, die ist irgendwo im Chaos. Solange das nicht so, wieder verschrieben. 51, Tanja Wirth. Tanja Wirth. Bist du auch Wirth vom Beruf? Tanja Wirth bekommt den Punkt. 51 hat das Food Loop und 51 hat das Bamboo Bay bekommen an Stimmen. Also war wirklich sehr ausgeglichen. Hatten wir tatsächlich gar nichts sonst. Oh, die ist leer. Schade, was? Van Helsings Club aus dem Moviepark hat 24 Stimmen bekommen. Die alte Weibermühle aus Tripsdrill hat 13 Stimmen bekommen. Und wir haben ganz oft genannt bekommen, so zwischen 5 und 10 Mal, das Uhrwerk, Taverne oder O'Mackeys. Ich bin aus der Zukunft. Nein. Und mit ihr lebe ich 24 Stunden am Tag zusammen. Nein, ich bin ja auch arbeiten. Ja, gut, du bist auch arbeiten. Da muss ich muss ja der EP-Fan mag das Food Loop nicht. Wo ist der De-Abo-Button? Nein, hat ja jeder seinen Geschmack. Ich mag das Food Loop. Wir mögen beide das Food Loop. Das ist mit The Flaming Feather. Da waren wir noch nicht, da sind wir rausgegangen, weil es vorher war und alles noch auf Holländisch stand. Das war erster Öffnungstag und es war alles auf Holländisch. Die hatten noch keine deutsche Karte. Und da waren wir ein bisschen überfordert. Ja. Schloss Balthasar waren wir noch nie. Nee, wollten wir aber tatsächlich immer mal. Ja, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Meinungen. Ich mag das Bamboo Bay nicht so gerne. Ich mochte es, aber dann habe ich mehr, ich weiß es nicht. Also jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. So. Wir mögen halt, ich mag das Kalbsgeschnitzelte im Food Loop so gerne. Das ist so lecker. So. Bam. 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 Bam, bam. Ach, das, das kannst du auch. Okay, mein Gott. Sollte von dem, was ich nehme. Einmal langsam durchatmen für die Wir haben die Community gefragt, welcher Woody
in einem deutschen Freizeitpark. Deutsch, ne? Deutsch. Mhm, Deutsch. Deutsch. Ist euer Lieblings-Woody? Unser Hund jault. Was hat denn eigentlich gewonnen? Ja, was willst du? Ah ja, deutlich. Alles klar. Wo dann? Funtime Arena vor Kirmes Fanmopol. Funtime Arena hat macht den dritten Punkt. Wo dann hat tatsächlich gewonnen? So, jetzt die Schätzfrage. Wie viele Stimmen hat Wodan bekommen? Zwischen 90 und 95. Wow, das ist aber, da muss ich jetzt hier aufpassen. Alte Jaulbär. Kommen noch die Namen. War ich nicht erster? Leider nein, JTO. Was war richtig? Ah ja. Guck schnell. Wow. Da war's schon. Stopp, da war's Pierre. Schon. Pierre Lagner, Pierre hatten wir auf jeden Fall noch nicht drin. Pierre hat mit 92 die richtige Ziffer genannt als erster. Bist du der Pierre, den wir kennen? Das stimmt. Vielleicht kann Pierre nochmal reinschreiben, damit wir den Nachnamen. Pierre Léger. Pierre Léger. Pierre Léger. Das ist hier so französisch. Französisch. Pierre Léger, dein erster Punkt. Susi 91,5. Das ist aber falsch. Nee, der hat ja, das ist ja schon, ach so. Das ist ja schon, weißt du? Wie viel hatten die anderen bekommen? Achso, Bandit hat erstaunlicherweise 13. Ja, gut, das ist eine Holzachterbahn, die wir auch nicht mögen. Da steige ich nie wieder ein für kein Geld der Welt. Ebenso nicht in Madrid, in Park Warner. Die ist die schlimmste der Welt. Also, die wir bisher gefahren sind. 2014 waren wir da. Ja. Mammut hat 14 Stimmen bekommen und Kolossos hat 62 Stimmen bekommen. Dann hat Frau Keller hat die Frage nicht richtig gelesen. Frau Keller. Frau Keller. Ich glaube, sie heißt Frauke. Hat, aber es war ja Deutschland gefragt. Ja, sie hat Troy geschrieben und Momentum hat El Toro geschrieben. Wo steht El Toro? I don't know. Du knollerst nicht? Im Plon, Freizeitpark Plon, steht El Toro. Lösch es. Hallo, Fanta Photography. Fanta Photography, Hallöchen. Kannst auch gerne noch mitmachen, Fanta Photography. Im Moment hat der Führende erst 6 Punkte. Sag mal, Tornero de Zeus, wo ist das, Ben? Wo steht das? Hinten auf der Achse. Bennett ist geil. Tornero de Zeus hört sich an wie hier irgendwie Frankreich, Park Asterix oder so. Wenn Bennett vielleicht gepolstert wäre, wenn die Sitze richtig gepolstert wären, wie im Tovaland, im Troy. Wäre es trotzdem eine Scheiße. Hat jeder seinen Geschmack. Dann würde ich die vielleicht nochmal fahren, aber so kann ich das nicht. Du bist dran. So. Alle sagen hier Six Flags Great Adventure. Okay, ich hole auf. Ach, Kevin ist wieder am Start. Asterix. Hat Kevin schon einen Punkt geholt? Ich hole jetzt auf. Hat er schon einen Punkt geholt? Ja. Wir müssen mal gucken, ob Kevin schon einen Punkt geholt hat. Tja, Kevin, dann streng dich mal an. So, nächste. Wieder hier zu. Wir haben noch übrigens 26 Punkte zu vergeben. Ich dachte 26 Fragen. Nein, wir haben noch 26 Punkte zu vergeben. Moritz und ich hatten Spaß. Wir haben einen Vlog auch gesehen. Wir haben von euch jetzt in Toverland, in Corona-Zeit alle Vlogs gesehen. Ja, wir haben alle angeguckt. So, wir haben unsere Community gefragt. Selbst die Alten, wo Moritz noch keinen Stabilisator in seinem Kopf hat. Wir haben unsere Community gefragt. Was ist euer Lieblings-Dive-Coaster in Europa? Und auch so schreiben wir es in unserer Story. Ich wollte gerade sagen, natürlich hat das nicht gewonnen. Da sind wir mal gespannt. Ja, Kirmes-Fan Mopol. Ja, das ist richtig, aber das ist falsch. Kirmes-Fan Mopol kriegt den Punkt und führt damit gleichzeitig mit Philipp. 6 Punkte, Kirmes-Fan Mopol, Baron 1898. Wie ist die Range? Wie viele Leute haben dafür gestimmt? Die Range ist zwischen 90 und 105. Ja, stimmt, JTO hat recht, aber wir haben es tatsächlich falsch geschrieben in der Story. So, die Range, was sollten wir gewinnen? Wir mal gucken hier. Noch nicht die richtige Ziffer dabei, noch nicht dabei, noch nicht dabei. Da haben wir es. Sandro Loh, 95. Sandro Loh hatten wir, glaube ich, noch nicht. Krieg den Punkt. Sandro Loh mit 95. Das, du bist wie so ein Auktionär oder wie so hier. Wer bietet mehr? Sandro Loh, 95 Stimmen, hat Baron 1898 bekommen.
Krake hat 39 Stimmen bekommen, Valkyria 13 Stimmen und Oblivion 7 Stimmen. Löschen, 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 löschen. Weitergeben. Tausend und eine Nacht, JTO. Guck mal länger in die Cam, mache eine Story. Okay, warte. 15 Sekunden, ne? Sollen wir? Die Story geht 15 Sekunden. Achso, wer hat das denn geschrieben? Wir sollen in die Cam gucken. Wir gucken jetzt einfach mal 15 Sekunden in die Cam. Wer hat das denn gesagt? Weiß ich nicht. Warte, ich versuche mit einem Auge. Puffy hat es gesagt. Puffy. Okay. Wie kommt man auf den Namen Puffy? Okay, weiter. Reicht. Wir haben unsere Community gefragt. Welches ist euer Lieblingsmaskottchen aus einem europäischen Freizeitpark? Jetzt hätte ich fast Deutsch gesagt, aber es stimmt gar nicht. Europäisch, ganz wichtig. Wow, das ging echt schnell. Kirmes von Mopol, Snorri ist richtig. Und somit führt... Führt der Mopol schon wieder. Unglaublich. Ja, dann warten wir noch mal 2-3 Sekunden. Ja, Ed Euromaus haben auch ein paar getippt. Aber tatsächlich war es der Rulantica-Snorri. Ja, Mickey Maus. Es wundert mich, dass es Mickey Maus nicht ist, ne? Ja, stimmt. Hatte ich jetzt auch nicht dabei, glaube ich, zur Auswahl. Tatsächlich. Deswegen. Aber viele gehen tatsächlich von Ed Euromaus aus. Philipp, du lässt nachschreiben, Kevin. Dann die Schätzfrage, und zwar, wie viele haben für Snorri gestimmt? Das ist zwischen 95 und 105. Kapitalistenmaus. Okay. Das sind die richtigen, achso, ja. Ja. Puffy, wie heißt du da? Markus-Puffy. Meine Story ist voll mit euch. Wir gucken uns die gleich genauer an. Ja. Wenn wir raus sind. Wenn wir raus sind. Raus aus der Hut. JTO 97. JTO 97 kriegt den Punkt. Punkt super Nummer. Punkt Nummer 4 schon, oder? Ja. Wow. JTO. Ed Euromaus hat nur 66 nur Stimmen bekommen. Wumbo. Aus dem? Du kennst Wumbo. Er Wumbo. Wir alle sind Wumbos. Sie Wumbos. Weiß ich nicht. Aus Heidepark. Deswegen kenne ich es auch, ne? Waren wir aber schon. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich wusste es noch nie und ich kann es mir nicht merken. Aus dem Efteling, das Maskottchen Padö, dieser ultra gruselige Clown. Illumina Fantasia. Wir denken immer, wenn wir Symbolika sehen und diese Hand kommt, denken wir immer ans Intro von Theme Park. Ja, immer. Ja. Diese Hand von diesem Zauberer aus Symbolika. Der Ben aus der Funtime Arena mobbt gerade Susi. Susi, streng dich mal an. Auf dem Klo. Dann gab es noch Edda von Tanja Schatzis World. Und von Anni und Marc gab es noch Ronny und Rufus. Wo sind die denn her? Ronny und Rufus sagt mir gerade tatsächlich nichts. Ronny und Rufus. Es kamen noch mehrere Antworten, aber ich habe jetzt nicht alle mehr. Ein Gaukler. Ach so, es ist doch kein Clown. Ja, okay, entschuldige bitte. Ein Gaukler. Entschuldige bitte. Trotzdem, ich finde Puppen ja also generell so ein bisschen gruselig, genauso wie diesen Gockel aus... Ja, ich weiß, Louis von... In diesem Kino, ich schwöre, ja. Da bin ich nicht hingegangen. Funny Fuchs finde ich auch gut. Kennst du Funny Fuchs? Nein. Aus dem Fortfahren. Funfort. Pardon. Muppets. Ja, danke Mama, du guckst ja noch zu. Ich habe Albträume von den Muppets gehabt als Kind. Jetzt ist es raus, so. Ciao, Kakao. Muppets. Okay. So. Ronny und Rufus hat uns jemand geschrieben. So, let's go. Wallace und Gromit, davor habe ich Angst. Wovor noch? Sesamstraße. Wovor noch? Ich fange schon an zu stottern, weil ich Angst habe. Immer noch. Ja, ich weiß. Du hast das Fenster zugemacht. Ja, ich weiß auch nicht. So, weiter geht's. Ich muss wieder hier ein... Darf ich es wieder aufmachen? Nein. Ich habe T-Shirt an. Ich präsentiere der neue Pullover. Christopher wollte heute wieder seinen Hoodie anziehen. Seine Jacke. Hoodie, du hast schon richtig gesagt. Nein. Hoodie, nicht Jacke. Mach weiter. Okay, wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblings-Freefall-Tower in einem deutschen Freizeitpark? Oder sagen wir Tower? Say cheese. Am Ende geht es hier eh nur noch darum, wer am längsten wach bleiben kann und noch über 20 Fragen.
Nein, so viel sind es nicht Nein, mehr. Nein, ich habe mich verhört. So viel sind es nicht mehr. So, wir haben die richtige Lösung von Julian Sommer aber nicht richtig geschrieben. Wir achten hier mal auf Rechtschreibung. Fanta Dani Mystery Castle. Fanta Dani kriegt den Punkt. War schon drin, glaube ich, heute in unserer Punkteliste. Zweiter Punkt für Fanta Dani. Und dann würden wir gerne wissen, wie viele Leute dafür gestimmt haben. Die Range befindet sich zwischen 60 und 75. Diesmal machen wir Wer wird Millionär hier. Jo. Jetzt wird's nerdig. Ich mach euch Wellen. 68, Sandro Loh kriegt den Punkt. Sandro Loh, dein zweiter Punkt. 68 Stimmen für Mystery Castle, womit Mareike sogar schon mal gefahren ist tatsächlich. Mhm. Warum? Hm. Normal magst du das ja nicht. Du wolltest mir imponieren. Sind wir damit zusammengefahren? Ja, 2014. Ja, da war ich ja auch noch so... Genau, deswegen habe ich danach nochmal gesagt, Tower. Sonja, Duncan Donuts. Scream hat übrigens 37 Stimmen bekommen, The Highfall hat 24 Stimmen bekommen und Highlander hat 30 Stimmen bekommen. Julian fragt, wo sein Schreibfehler war. Kleingeschrieben. Du hattest einfach alles kleingeschrieben, Julian. Und Holiday Park Anubis hatten wir eine Stimme. Das ist sehr, sehr, sehr pingelig. Und Voltrum von Epe Gossarin hat auch eine Stimme bekommen. Epe Gossarin, die Lisa aus dem Europapark. Stammgast. Naja, sie ist nicht aus dem Europapark. Ja, sie ist aber Stammgast im Europapark. Hä, wo war denn mein Schreibfehler? Achso, das hast du gerade vorgelesen. Ja, wir achten hier auf Groß- und Kleinschreibung und wir nehmen die Lösung so, wie es bei uns in der Story war. Das ist Deutsch. Okay. Weiter geht's. Julian Sommer, ich hab's dir extra gesagt. Schreibt Tessa. Wir haben unsere Community gefragt. Das ist immer so pingelig. Bin ich pingelig? Ja, bist du. Ist er. Ich wäre ja viel, 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 viel... Kulanter. Danke. Bitte. Er ist pingelig und er ist der größte Klugscheißer, den ich kenne. Na, wobei Jan ist auch ein Klugscheißer. Ich musste, ich habe letztens ein Bild von Theme Park Guide gesehen, da stand von Konga, zuletzt stand Konga auf dem Fandomio in Dortmund. Das konnte ich so nicht stehen lassen. Klugscheißer, ich weiß. Sag dir Klugscheißer. Also, wir haben unsere Community gefragt. Oh, Achtung, nicht vor der Kamera fertig machen. Wir haben unsere Community gefragt, halt die Klappe jetzt. Welches ist euer Lieblingsrafting in deutschen Freizeitparks? Ich. Überrascht mich. Was hat denn eigentlich gewonnen? Ne, mich nicht. Ja. Kommt nicht gut. Spreche vom Livestream an. Mal sehen, dass du Silas kennen, Mareike. Fanta Dani, River Quest ist völlig richtig. River Quest, Fanta Dani. Danach kam Julian Sommer, auch richtig geschrieben. Danach kam Michi, danach kam Kevin. Dann kam Kimis von Mopol. Philipp Graf scheint anscheinend gerade irgendwie zu schlafen. Der ist gerade nicht mehr so richtig schnell dabei. Wie viel der Punkt für Fanta Dani? Fanta Dani, wir haben so einen Mega-Zettel hier. Der dritte Punkt für Fanta Dani. So, natürlich kommt jetzt die Schätzfrage. Und zwar, wie viele Stimmen hat River Crest bekommen zwischen 75 und 85? Kevin Bohr, 80. Boah, Kevin Bohr, 80 boah, ist boah. Richtig. Kevin Bohr, der erste Punkt. Kevin Bohr hat einfach drei Zahlen hintereinander geschrieben, bestimmt bevor die Frage schon kam, glaube ich. Aber das kam mit der Frage. Ja, bei uns kam es mit der Frage. Kevin Bohr, 80. Ist richtig. Also, Fjord Rafting hat 61 Stimmen, ich will mal Punkte sagen, Stimmen bekommen. River Crest hat 80 Stimmen bekommen. Excalibur hat 33 bekommen. Sehr schönes ich finde, Rafting. Für mich persönlich ist Excalibur das... eins der schönst thematisierten. Die Umgestaltung ist wirklich sehr, sehr. Natürlich, die unendliche Geschichte konnte nichts toppen damals. Das ist einfach ein Traum gewesen, wobei dieser große Wolf da, davon habe ich auch Albträume bekommen. Mountain Rafting. Aus dem? Hat 11 Punkte bekommen. Aus dem? Weiß ich gerade nicht. Heidepark. Danke. Ach, bitte. Warum baut das? Deswegen wusste ich das nicht. Dann haben wir hier noch, was haben wir da noch? Störtebeckers Körperfahrt aus dem Hansapark. Hör auf, meinen Arm zu schwabbeln. Und das Waschtuber-Rafting aus dem Tripsdrill von Andi und Marc. Ja, Andi und Marc haben irgendwie immer was geschrieben, was nicht dabei stand.
Boah, Kevin, Mopol. Guck mal, Susi mag auch Excalibur. Ich raste aus. Typischer Kevin. Kevin, boah. Er rastet förmlich aus. Nochmal in die Cam gucken, mache eine Fanseite auf Insta. Okay, wir gucken noch einmal in die Cam. Nein, okay. Nein. Okay, also, aber nur kurz. Wie denn? Ja, normal? Weiß ich nicht, wir gucken einfach. Amen. Aber das ist doch mega schlechte Qualität, oder? Können wir dir nicht einfach ein Foto schicken? Ja, wir schicken ein Foto. Wer rastet, der rostet. So, wir haben noch 18 Punkte zu vergeben. Es ist noch alles drin. So ein Mareike Vlog Fanclub. Oh, Leute, das ist... Oh, das ist eine schöne Frage. Ah, yeah. Wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblings-Darkride in Europa, in europäischen Freizeitparks? Kevin und Will können die Punkte zusammenlegen. Ja, das geht jetzt leider nicht mehr. Kevin Sven Mopo, die Abkürzung finde ich nicht gut. Lieblings-Darkride. Ich auch nicht. Tatsächlich noch nicht die richtige Lösung dabei. Piraten in Batavia, Jonas Knesch. Piraten in Batavia vor Kirmes Fanmopol. Jonas war schon dabei, meine ich, oder? Nein. Jonas Knesch war noch nicht dabei. Erster Punkt für Jonas Knesch. Wie viele tatsächliche Symbolika? Ja, aber das ist auch ein wunderschöner Dark World, aber Piraten in Batavia ist auch wunderschön. Aber die beiden kann man nicht vergleichen. Ja, das stimmt. Finde ich. Also Piraten in Batavia, die Umgestaltung sehr gelungen, unserer Meinung nach. Machen. Fly ist jetzt nicht wirklich so der Dark Ride. Ich sehe gerade hier, Fly kommt reinge... Wie ist der Stand? Philipp fragt nach dem Stand. Die mit einem Punkt lese ich nicht vor. Siehst du, wir machen das jetzt mal da gleich. Wir machen gleich mit unserer... Das stimmt. Funtime Arena hat 3 Punkte. Philipp Graf, du hast 6 Punkte. Moritz hat 7 Punkte. Raphael Brun hat 2 Punkte, Fanta Dani hat 3 Punkte, Leon T. hat 2 Punkte, Tessa hat 2 Punkte, JTO hat 4, Susi hat 2 Punkte, Sandro Loh hat 2 Punkte und einmal fürs Gemüt, Kevin Bohr hat 1 Punkt. Hallo, EP Gianni. Okay, weiter. So, weiter geht's. Wie viele Leute haben für Piraten in Batavia gestimmt? Und ich sehe schon so viele Zahlen, aber die sind alle falsch. Die Range ist zwischen 105 und 120. Sehr viele haben für Piraten in Batavia. Ich habe es vorgelesen, Kevin. Aha. So, jetzt gucken wir mal. Alle, die was mit 60 geschrieben haben, haben sowas von versagt. Kirmes-Fan Mopol 118. Entschuldigung. Schreibt Chris laut ins Mikrofon. Kirmes-Fan Mopol 118 Punkte ist richtig. 118 Stimmen. Der 8. Punkt. Oh, Philipp, da musst du dich jetzt aber... Philipp, du musst dich anstrengen, damit Moritz nicht schon wieder gewinnt. Nein, aber ist ja egal. Der Moritz, gewinnt, es ist fair. Moritz, du kannst die Tasse auch morgen bei uns abholen, dann kannst du die abends im Stream bei der Susi präsentieren. Ja, 118 Stimmen für Piraten in Batavia. Das war natürlich ein Scherz. Nö, kann kommen, wenn er alleine kommt. Aber der Oscar kommt dann weg, weil sonst beißt er. Symbolika hat 70 Stimmen bekommen. Fata Morgana aus dem Efteling 12 Stimmen. It's a Small World 11 Stimmen. Dann haben wir noch Dromflucht bekommen. Madame Freudenreichs Kuriositäten. Ich möchte den Hund jetzt zeigen. Jetzt schon? Guck, der liegt doch da. Ja, okay, wir zeigen euch jetzt eben den Hund. Übrigens. Rede weiter. Hast du den Punkt aufgeschrieben? Für Moritz? Ja, hast du, ne? Ich lösche und du zeigst den Hund. Und dann geht's weiter. Das liegt so süß da. Ich wollte das zeigen. Da ist ein Fleck. Aber der macht Haya, der kleine Kacker. Ja, okay. Ja, recht. So, gucken, ob du die Kamera wieder gerade dran kriegst. Ja, so ist auch gut. So sieht man. Wie hast du denn das gemacht? Ja, ich mach das. Sorry, ich bin im Verzug, Mareike. Ich bin auch hier. Ich bin auch Susi. Mit solchen Rankings sieht man als Europapark-Fan wieder im vollen Hass. Hab Angst vor Oscar. Ja, Oscar ist richtig geschrieben. Oscar ist eigentlich voll süß, aber Oscar ist halt unberechenbar.
Ist halt ein Tierheimhund. Der hat Tobi auch einfach so gebissen. Wo hast du das gelesen? Wo ist Dr. Fleischhauer, wenn man ihn braucht? Ja, hab ich gerade. Kennst du Dr. Fleischhauer? Ja. Ich auch. Mach weiter. Du bist da dran. Ach so. Wir sind schon eine anderthalb Stunden live. Jetzt gib mal Gas hier. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, sorry, das war nicht mit Absicht. Hallo. Das geht weg, das kann ich ganz alleine. Ich wollte das nur... Das kann ich auch alleine. Okay. Das ist die richtige Frage. Wir haben unsere Community gefragt. Also, welcher ist euer Lieblingsfreizeitpark in Deutschland? Das war die Frage. Mich nervt das voll, dass auch so Leute nur ihren Park verteidigen und im Prinzip alles andere schlecht reden. Sollen wir mal gucken, was richtig geschrieben hat? Tatsächlich als erster richtig. Jonas Knesch als erster richtig. Kirmes van Mopeland Europa-Park. Rückgeschrieben oder. To Jonas Knesch kriegt den Punkt. IP95 hat Phantasialand geschrieben. Interessant, interessant. Europa-Park hat tatsächlich bei der Abstimmung gewonnen. Jonas Kneestein, zweiter Punkt. So, wie viele Stimmen hat der Europa-Park denn bekommen? Die Spanne geht zwischen 130 und 140. Da haben am meisten abgestimmt bei der Frage. Jonas Knesch, zack, zweiter Punkt. Philipp Graf, 130 als erster, die erste Zahl, die kam und die erste Zahl war sofort richtig. 130, Philipp Graf kriegt den Punkt. Hast du Philipp Graf schon den Punkt dazu geschrieben? Ich suche ihn gerade, hier stehen so viele. Ja, 130. Nein, siebter Punkt. Oh mein Gott, es wird spannend. Nur noch ein Punkt. Ja, der Europapark hat 130 Punkte bekommen, das Phantasialand. Punkt. Hat 186 Stimmen bekommen. 186? Nein, 86. Mann, du bringst mich ganz durcheinander. Hör auf zu lachen und geh weg. Okay. Der Moviepark, ja, du gehst nicht weg, du gehst zur Seite. Der Moviepark hat 22 Stimmen bekommen und der Heidepark hat 14 Stimmen bekommen. Dann kam noch von Alpha Rides von Dominik, kam noch Schloss Beck rein. Schloss Aber ich glaube, das wäre ja ein Scherz. Nee, glaube ich nicht. Und von Anni und Marc das Tripsdrill. Ach, von Anni und Marc kam wieder eine separate Antwort. Das ist ja mal was ganz Neues. Doch nicht schlimm. Nein. So, gelöscht. Was steht da so? Philipp Graf goes the next Uri Geller. Ich yeah. Will Tassilo, Tassilo. Tassilo? Was ist das heißt so? Die Tasse so? Also die von Schöne und Biest. Und Schöne und Biest. Ghetto. Chipmack. Mach weiter, ich guck. Ich mach weiter, guck. Jetzt will ich, jetzt, ja, ich will Tassilo. No joke, siehst du? Alpha Rides hat geschrieben, no joke. Ich habe keine Rabe, schreibt Philipp Graf. So, wir haben noch 14 Punkte zu vergeben. Wir nähern uns dem Ende, also liebe Leute. Also 7 Fragen. Boah, Mathematik Note 1. Nee, 4. Aber hat gereicht zum viel Geld verdienen. Nee, in der Erzieherausbildung braucht man tatsächlich keine Mathe. Okay. Mein Glück. So, dann nehmen wir den das hier. Ich glaube nicht. Ich habe keinen. Achso, ich habe keinen Rabe. Ah ja, gut, das ist auch relativ easy. Rabe, kennst du nicht hier? Da hat früher mal einer gewonnen mit einem Rabe bei The Next Uri Geller. Vincent Raven. Ja, sicher, aber ich habe das nie geguckt und ich finde so, ich mag das nicht, wenn Tiere mit auf die Bühne kommen. So, weiter geht's. Wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblingsfreizeitpark in den Niederlanden? Ja, das ist ja wohl eindeutig, oder? Denk dran, es muss nur so geschrieben sein wie in unserer Abstimmung. Der war im Dschungelcamp? Echt? Echt? Nee. Das wusste ich jetzt aber auch nicht. So, Efteling, Fanta Dani, Efteling vor Kirmes van Mopel, vor JTO, vor Susi, vor Philipp Graf hat Tober dann geschrieben. Fanta Dani, das war dein? Vierter. Fanta Dani? Vierter. Vierter Punkt. Glaube mir, wenn ich dir das Ich glaube dir alles. Ich okay, ich mach schon mal hier die... Dann hätten wir gerne gewusst, oder sollen wir warten, bis Mareike wieder da ist? Nein, wir machen weiter. Wie viele Leute haben für Efteling gestimmt? Die Range befindet sich zwischen 130 und 150. Ciao, Ben. Ben ist raus. So, gucken wir mal. Bisher noch nicht dabei. Jetzt kommen wieder viele Zahlen. 100 Michi Dittmeier. 137 Michi Dittmeier, wenn ich es jetzt richtig so schnell gelesen habe.
Michi Dittmeier, dein erster Punkt. Nee, da, dein zweiter Punkt. I'm sorry. Michi Dittmeier, 137 Stimmen für Efteling. Wallaby Holland hat 31 Stimmen bekommen. Toverland hat 44 Stimmen bekommen. Und Dünrell hat 2 Stimmen bekommen. Und Annalena hat geschrieben, alle sind die schön. Ja, wo es jetzt um die Abstimmung, um die Freizeitparks ging, haben echt die meisten teilgenommen. Ready for Tacker. Da kommt auch ein bisschen was rein. Wir warten noch einen Moment. Will auch mal was gewinnen. Ja, genau, okay, was ist dein Wurfhol? Aber du führst ja auch immer. Ja, noch. Wir müssen uns nochmal ein Mario besorgen, weil damit Mario noch sein Luigi, Luigi noch sein Mario bekommt. Keiner hat Slakan geschrieben, Julian. Tschüss, Pierre Liger, schönen Abend. Kein Wallaby Holland gewonnen. Jetzt, ey, das ist hier unfair. Ja, aber ich kann das doch. Okay, dann such dir das Beste aus. Ja? Soll ich stumm stellen? Ja. So, wir sind wieder am Start. Wenn alle rausgehen, habe ich dann gewonnen. Ja, wenn alle rausgehen, ja. Dann ja. Wenn du ganz allein drin bist, Kevin, dann hast du gewonnen. Wir haben unsere Community gefragt, welches ist euer Erlebnisbad in Deutschland. Ja, gespannt. Dann tschüss, Leute. Haben alles gehört. Das wage ich zu bezweifeln. Rolantica, Kirmes-Fan, Mopol. Vielleicht hat das doch gehört. Aber wirklich, Kirmes-Fan, Mopol kriegt den Punkt vor Kevin Bohr, vor Susi, vor JTO, vor EP595. Alle richtig, auf jeden Fall, alle richtig geschätzt. Tanja Wiet, Sandro Loh. Rulantica. Ja, genau. Wie viele Stimmen hat Rulantica denn bekommen? Die Spanne geht von 100 bis... Nee, geht nicht von 100. Der Schluck Bier war zu viel. Ich habe noch ein Uso. Die Spanne geht nicht von 100, die geht von 90 bis 100. Ja. Hat Moritz irgendwie Glasfaserleitung? So. 100. Nee, Timmel, ich habe mich vertan. Oh, mein Day. Wir waren noch nicht dabei. Immer noch nicht. Ah. Da, Philipp Graf, 98. Spannendes Duell hier an der Spitze. Philipp Graf, Mareike sucht immer den Namen Philipp Graf. Ja, es ist so viel. Ich unterstreiche mir den, weil du und Moritz, ihr seid ja sehr gut. Es steht 8-9, ne? Philipp Graf 8, Kemas von Mopol 9. Therme Erding hat 32 Stimmen bekommen, Tropical Island hat 11 Stimmen bekommen, Aquamagis, nee, du sagst es immer, ich bin verwirrt, Aquamagis hat 14 Stimmen bekommen. Ja, dann hat Schleifbrand 91 noch das Erlebnisbad aus meiner Heimat genommen, das Atlantis Dorsten. Wie kann man bitte so schätzen? Und Andi und Marc haben die Schwarzwaldtherme genommen. Oh, Waldfreibad Rüttelsdorf. Wettbewerbsverzerrung für den Mopo. Okay, das wird jetzt. Oh, lustig. So, noch 10 Punkte zu vergeben. Einmal kurz durchatmen. Ja, gucken wir. Ah ja. Ja. Weiter geht's. Oh, kalt. Oh, Entschuldigung. Ich friere. Gerade waren wir noch warm. Mhm. Richtig. Mhm. Gluck. Gluck. Hör auf damit. Okay. Hier steht Elektrik. Allerdings. Immerhin gehe ich nicht mit 0 Punkten raus. Ich bin heiß. Los, ja, komm los. Ach so, ja. Ja, ich sag doch die ganze Zeit, mach weiter. Vom Moment war ich woanders. Wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblings-Attraktionen-Soundtrack in einem europäischen Freizeitpark? Guck mal, ich habe mein Wasser schon fast ganz auf. Gut, halber Liter und 0,33 ST. Boah, so viel dreckig. So, gucken wir mal weiter hier. Kam noch nichts. Chiappas, Philipp Graf. Philipp Graf, Ausgleich. Jetzt wird es richtig spannend hier. Mein Gott, Taron hat leider nicht gewonnen. Fantadani, Susi, Taron, Werfelwind leider auch nicht. Viele schreiben tatsächlich Taron. Chiappas hat tatsächlich den besten Soundtrack. Fliegende Holländer. Laut euch. Und ach, Troy, ich finde Troy so geil. Okay, was für Mopol, shit verkackt. Noch nicht.
Dann würden wir gerne wissen, wie viele Leute haben für Chiapas gestimmt. Die Range geht zwischen 80 und 90. Okay, Mr. Mopel mag Chiapas nicht. Ich werde verrückt. Fast, Kevin. Spannend, ne? Ja. Nee, war noch nicht. Stopp, da war's doch. Oh. Nee, war's nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Nicht dabei. Nicht dabei, nicht dabei, nicht dabei. Gibt's doch nicht. Es ist unglaublich, aber es kommt nicht. Es kommt immer noch nicht. Immer noch nicht. Gibt's nicht. Wie dumm das gerade aussehen muss. Immer noch nicht. Es kommt einfach nicht. Vielleicht ist die Zahl verboten. Was hat denn für eine Lache? Weiß ich nicht. Hä? Hey, Leute. Leute. Wollt ihr nicht die ganze Nacht sitzen und die Zahlen angucken? Vor allen Dingen Zahlen zwischen 1. Hä? Ich war noch nicht fertig, aber ist die Zahl verboten? 88, ich gebe es für den Mopol. Ach ja, gut, dann hat sich okay, das okay, kam nicht an, kam echt nicht an. Wir haben die ganze Zeit geguckt, kam nicht an. Kim ist für den Mopol 88. 10 Point, go to. Die ersten 88 kamen nicht ein. Tut mir leid, aber du hast den Punkt bekommen. Dein 10. Punkt, Kim ist für den Mopol 88 für Chiapas. Wie wenig Leute einfach 88 geschrieben haben. Ja, geht wahrscheinlich wirklich nicht. War alles freigegeben, schreibt Alpha Rides. Ach so. Ja, auf jeden Fall der fliegende Holländer, 15 Stimmen. It's a Small World im Disneyland, 8 Stimmen. Euromir, hat keiner geschrieben, 47 Stimmen. Und dann hatten wir noch Villa Volta, Kernan, Taron. Wir hatten so viele Einsendungen, aber tatsächlich Chiapas mit 88 Stimmen. 1,5 Liter ist auch gut, Profi. Ist verboten wegen. Nee, 88 geht. Ich hatte 88. Ja, da steht jetzt auch 88. Ja, aber hätte ich auch gedacht, deswegen. Wir hatten uns gewundert, dass die Zahl nicht kam. Unglaublich. Aber wir haben ja dann doch ein. Das haben wir nicht, das kam nicht an. Nee, wir haben tatsächlich die ganze Zeit geguckt. So, weiter geht's. Ist das allgemein? Kim ist Fan Mopol führt, ne? Allgemein? Wir machen irgendwie eher stumm. So, back again. Ja, das kann sein, dass er das zurückgehalten hat. Wir haben unsere Community gefragt, Leute, es vibriert. das haben wir nicht gefragt. Welche ist eure Lieblingsachterbahn in einem deutschen Freizeitpark? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Wie lange geht es noch? Vielleicht noch so 20 Minuten, Viertelstunde. Turbo Tim, Taron, das ging einfach. Turbo Tim, Taron, Turbo Tim war, glaube ich, schon mal dabei. Ja. Zweiter Punkt für Turbo Tim. Danach kam EP-Fan, dann kam JTO, dann Fantadani, dann Kirmes-Fan, Kevin Bohr. So, also, wie viele Stimmen hat Taron denn bekommen? Also, das ist mit Abstand das, was am meisten Stimmen in diesem Ranking gerade das hier bekommen hat. Und zwar geht es von zwischen 130 und 145. Okay, dann gucken wir mal. Kick mal. Die Marienkäfer waren in Bottrop, Kirchhellen und Schlossbeck. Die ist auch sehr gut. Kicken wir mal. Muss ja näher rangehen hier. Ist die Zahl auch verboten? Unglaublich, ey. Kommt nicht, kommt nicht, kommt nicht. War noch nicht. Da ist es. Fantadani 136. Fantadani 136. Fantadani, dein 5. Punkt tatsächlich schon. Damit bist du auf Platz 3 gerutscht. Taron hat 136 Stimmen bekommen. Unglaublich. Bluefire hat 38 Stimmen bekommen.
Silvester 36 und der Schwur des Kerner 19. Andi und Marc schrieben noch Hals über Kopf und Tanja Schatzis World noch Wodan. Wodan ist natürlich auch sehr, sehr gut. So. Sehr schön. Wir nähern uns, dem Ende. Noch drei. Ich kann das auch sagen. Das ist richtig, aber wenn doppelt hält, besser. Komm noch Zahlen. Ich habe in der Grundschule Mädels gehasst, wenn ich geredet habe, die dann einfach versucht haben, meinen Satz mit zu beenden. Aber ich bin kein Mädel. No way. No way. Stop it. Ich denke, die Zahlen repräsentieren auch ganz gut die Award-Ergebnisse. Als, ja, bei Parkscott Award war es, glaube ich, ähnlich, ne? Oder gerade vielleicht. Und der Vatertag. Mach weiter. Ich mach weiter. Die Flasche ist immer noch voll. Ich dachte, die wäre leer. Ja, achso, ich muss mich noch hier für eine entscheiden. Welche nehme ich denn? Ich nehme das. Sehr schöne Frage. Europapark hat einfach viele Besucher, mehr Leute kennen die Bahn. Ja, stimmt, kann man so unterschreiben. So, wir haben unsere Community gefragt, was ist euer Lieblings-Halloween-Event in einem europäischen Freizeitpark? Das heißt, wir möchten gerne den Namen des Eventes haben, nicht von dem Freizeitpark. Mein Papa hat eine Glatze. Warum? Wie kommst du da jetzt drauf? Wolltest du sagen, hat er geschrieben? Nein. Philipp Graf, Halloween Horror Festival. Philipp Graf. Jetzt wird wieder spannend. Wird wieder spannend. Ausgleich. Und dann hauen wir direkt hinterher, wie viele Leute haben dafür gestimmt. Die Range ist zwischen 80 und 90. Kevin, nein. Guck du mal. Ich guck. Noch nicht ich bisher? Muss, ich muss rübsen. Nein, du es nicht. Daniel, 81. Daniel, 81 ist richtig. Ein Punkt für Daniel. Dein erster Punkt, Daniel. Daniel war am schnellsten. Wir haben immer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Philipp Graf, 10 Punkte. Kemes Henmopo, 10 Punkte. Fanta Dani, 5 Punkte. Ja, Halloween Horror Festival 81 Punkte, Traumatica 56 Punkte, Fright Nights in Walibi Holland 9 Punkte, Ford 4 11 Stimmen und dann hatten wir noch von Willi Halloween Nights Toverland. So, zwei Stück haben wir noch. 4 Punkte sind noch zu vergeben. Lest immer den Kommentar von Silas durch. Ich kann das jetzt nicht kommentieren, das gibt wieder Ärger. Ich lach du mal drüber. Ja, ich lach drüber. Oh Gott. Dann kamen die Zahlen nicht an, Julian Sommer. Es kommt immer darauf an, was bei uns zuerst ankommt. Ist das auch allgemein zu dem einen? Wir machen euch hier stumm. Sag doch einfach ja. Back again. Glatze. Glatze? Ach, dein Vater schreibt dir die ganze Zeit. Nein. Doch. Es tut mir leid, aber der Park ist halt echt in keinem tollen Zustand. Ja, der Moviepark verbessert sich aber tatsächlich von Jahr zu Jahr. Muss man auch sagen. Wir haben die Community gefragt, welche ist eure Lieblingsattraktion aus dem Heidepark Soltau? Richtig? Richtig. Ah ja, alles klar. Ein Chaos mit den Zahlen hier allerdings. Philipp Graf, Kolossos. Vor Fanta Dani, vor Kemes Henmopo. Also die drei haben auf jeden Fall die beste Internetleitung. Oh, Philipp, du führst. Philipp führt tatsächlich mit einem Punkt vor dem Mopolio. Verrückt. Was trägt denn daher? Ach, meine Mama hat Marienkäfer-Achterbahn vorhin geschrieben. Hab ich nicht mitbekommen. Kolossos war richtig. So, also, die Stimmen zwischen... Wie viele Stimmen hat Kolossos bekommen? Zwischen... Jetzt wollte ich schon wieder die falsche Zahl sagen, wieder zu viel. Peppa Pigland. 80 und 90. Dann gucken wir mal rein. Alles für den Dackel. Alles für den Hund. Und da haben wir schon, ne? Lukas Blaschke, 89. Lukas Blaschke...
kriegt einen Punkt. Lukas Blaschke kriegt den Punkt. 89 ist richtig. Flug der Dämon hat 34 Stimmen bekommen. Krake hat 27 bekommen. Scream hat 7 bekommen. Dann hat Kiss Nessa, Vanessa noch Desert Race genommen. Genauso wie Laura Klemm. Die hat auch Desert Race genommen. Jo. Ja. Jetzt kommt die letzte Frage. Also alles entscheidende. Zwei Fragen. Zwei Punkte gibt es noch zu holen. Philipp Graf, 11 Punkte vor Kirmes Fan Mopol, 10 Punkte. Ja, ich glaube, es aber es dürfen alle mitspielen, natürlich. Jetzt muss Mo nur noch die Finger stillhalten. Mein Internet kratzt sicher gleich ab. So, letzte Frage. Oh. Ja. So. Das ist eine schwere Frage, gell? Ja, es geht. Wir haben unsere Community gefragt: Was ist eure Lieblings-Freizeitpark-Kette oder Gruppe? Weltweit. Und so die Antwort, wie wir es in unserer Story hatten. Disney, JTO kriegt den Punkt. JTO mit Disney kriegt den fünften Punkt. Platz 3 noch geholt, JTO. Na, eine Frage kommt ja noch. Ja, stimmt. Disney ist richtig. Weil Fanta Dani hat nämlich auch. Auch 5. Ah, okay, noch nicht Bronze sicher. Fanta Dani oder JTO holt Bronze auf jeden Fall. Ja, Disney war richtig und wir würden gerne wissen, wie viele Leute haben für Disney abgestimmt. Die Range ist zwischen 100 und 115. Spannend. Entweder Auswahl, da müssen wir noch eine Schätzfrage machen. Eine Schätzfrage. Eine Schätzfrage. Spannend. Ich guck, es ist so spannend. 110, Michi Dittmeier macht nochmal den dritten Punkt. Unglaublich. 110 Leute haben für Disney gestimmt, 14 für Park Reunidos, worunter auch zum Beispiel der Moviepark oder Slakan zählt. Merlin, 17 Stimmen. Plopsa, 14 Stimmen. Wir haben einen Gewinner. Wer ist der Gewinner? Der Gewinner ist Philipp. Philipp Graf von Theme Park Guide. Ich schreie ein bisschen, aber was kann man ja auch mal hier feiern. So, Mama, ich antworte dir gleich, ne? Glückwunsch, Philipp. So, lieber Philipp, du darfst jetzt eine Tasse aussuchen. Weißt du denn schon, ob wir zeigen dir alle nochmal, oder? Ja, er kennt sie ja. Ich danke meinen Eltern, meiner Oma. Kevin freut sich genauso. Yeah. Also. Kirmes Fan Mopol auch fairer Verlierer. Glückwunsch, Phil. Schön. Ach, auf eine Konfetti-Kanone. Die Glücksträhne von Moritz ist gebrochen. Ja, stimmt. Die ganzen letzten Quizzes hat er gewonnen. Möchtest du diese haben? Nimm nicht die Moviepark, schreibt Susi. Ich glaube, Susi möchte die unbedingt haben. Susi, gib mal deine Adresse, dann kriegst du die. Nein. Das ist wie als ein Schalke-Meister hier, der Chris. Ja, das ist schon. Natürlich. weißt du denn schon, welche du haben möchtest? Wir können auch nochmal alle zeigen. Ist das Tassilo? Ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, das ist Tassilo. Ist das Tassilo? Ja. Ist das Tassilo? Das ist Tassilo. Sag einfach die mit dem Gesicht oder die ohne. Die Disney-Tasse. Ne? Die Disney-Tasse. Warten wir mal. Ja, natürlich Tassilo. Ja, nein, das hat er ja gerade schon geschrieben. Ist das Tassilo? Ja, ich denke. Ja, genau. Okay. Aber herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis. Wäre auch noch zur Auswahl. Eure Adresse haben wir mal nicht noch? Ich glaube schon, ja. Und wir schicken euch die zu. Wir können die auch mitbringen, wenn wir hoffentlich nächsten Monat möchtet. Vorbeikommen. Ja, können wir die auch mitbringen. Das dürft ihr entscheiden, da schreiben wir gleich noch. Ja, ja, cool. War auf jeden Fall lustig, ne? War mal was anderes. War lustig. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Also, ich fand, das war eins der besten Quizzes, die wir bisher hatten. Bringt sie mit. Okay, wir kommen vorbei und bringen sie dann mit, machen wenn wir. Wir dürfen. War auf jeden Fall mega spannend, ne? Also, wir hatten halt wirklich zwei, die ganz vorne dabei waren. Hatten wir auch schon oft mit JTO und Kirmes Fan Mopol. Warte, wie viele Punkte hat Susi nochmal? Susi hat einen Punkt. Nee, zwei Punkte hast du sogar. Und der Kevin hatte auch einen Punkt. Aber das ging ja um den Battle Kirmes Fan Mopol gegen Susi 10-2. War sehr unterhaltsam, keine Fehler. Komm vorbei, ich kann sie dir machen. Wann findet die nächste Quizrunde statt? Wir machen das immer spontan, so einmal im Monat. Ich denke so Ende Februar wahrscheinlich. Wir gucken mal, wir geben euch auf jeden Fall Bescheid, wie Zeit immer. Zeit haben wir im Februar auf jeden Fall. Ja. Aber wieder Dritter geworden, immer auf den Treppchen. Das stimmt. Stimmt, JTO Bronze mit Fanta Dani. Okay, ihr Lieben, wir würden dann jetzt auch gleich direkt wieder offline gehen, weil wir müssen nämlich... Wir gehen jetzt mit dem Hund gleich, genau. Kommt gleich nicht Take Me Out? Ist schon, oder nicht? Weiß nicht. Wir können das auf TV noch gucken. War auf jeden Fall mega. Danke! Ja, der liebe Chris, der denkt sich immer den ganzen Quiz aus. Ja, ich habe ja Zeit, ne?
Ja, du hast Zeit. Auf jeden Fall war es schön, dass ihr auch so lange dabei wart. Also viele waren auch wirklich von Anfang bis Ende dabei und wir waren jetzt eine Stunde 54 live. Danke, Kursalata. Latta. Bist du denn da? Jo, Lara Danke. Marie habe ich gar nicht gesehen. Es waren manche zwischendurch auch so viele Kommentare. Danke auch Dominik fürs genau, Moderator. Vielen ich Dank. Weiß nicht, ob du viel zu tun hattest. Ich habe dich so richtig drauf geachtet. Bei den Zahlen war auf jeden Fall eine Menge zu tun. Take me out ist schon dran. Ja, wir haben RTL Now, gucken wir da gleich drauf. Ja. This is the greatest show. Chris hat noch nicht The Greatest Showman geguckt. The Greatest. Leider nein. Und das müssen wir noch nachholen. Ja. Vielleicht heute. Ja. Okidoki, Antischoki. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Morgen übrigens schaut gerne mal bei Susi auf Instagram vorbei. Sie macht einen Freizeitpark-Talk quasi mit vielen, vielen, vielen tollen Gästen. Unter anderem ist da auch Kemis von Mopel bei. Und EP Insider. Und EP Insider. Und den restlichen habe ich mir nicht gemerkt. Mein Achterbahnwelt ist bei. A Story Apart ist dabei. Ah, stimmt. Ja, guckt auf jeden Fall mal rein. Wir gucken auch. Wir sind im Chat auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall. Und wir würden sagen. Ich möchte noch sagen, ja, stimmt. JTO schreibt Baron 1899. Da war ein Zahlendrehler in unserer Story drin. Das war der einzige Fehler, Gott sei Dank. Genau. Bleibt gesund und wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Wie wink ich denn? Macht's der Corgi gut. Auch. Der Corgi ist auch dabei. Chris hat auch keine. Chris hat auch keinen Privatfriseur. Nee, hier. Hier. Der Chris muss dringend, dringend, dringend zum Friseur. Also wirklich ganz dringend muss der Chris zum Friseur. Naja, noch geht's. Ja, doch, der Chris muss zum Friseur. Aber. Nein. Okay. Ja, wir sind weg. Schön mit Ö und so weiter. Und ciao, Kakao. Ich muss zum Friseur.